Jetzt kommt ein Sepp. Das ist hier so eine verzweifelte Scheiße, die ich hier bringe. Alternative Plays. Lol. Moin Leute, Trimax hier. Der Sparky ist auf einmal im Gespräch. Es hat jemand geschafft, am Seasonende mit genau diesem Deck, was ihr hier seht, ultimativer Champion zu erreichen. Und am Seasonende war er, glaube ich, Platz 13. Unglaublich krass. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Schaut euch gerne das Video von Clash with Ash an. Der hat den Typen in ein Experteninterview dort eingeladen. Da gibt es einige Tipps. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Super geile Sache mit dem Sparky. Aufgrund dessen, dass der Sparky auf einmal Meta war am Seasonende bei den Pros, werden wir heute eine Sparky Random Deck Challenge machen. Mit dabei sind Flobby und Niklas. Flobby, sehr krasser Spieler, kennt ihr, kennt jeder. Niklas, auch im E-Sports-Bereich tätig, und er hat hier, glaube ich, die höchste Sieg-Niederlagen-Quote bisher in diesen Random Deck Challenge. Der ist sehr, sehr vielseitiger Spieler, kann mit sehr vielen Decks sehr gut umgehen. Das wird auf jeden Fall interessant. Und des Weiteren kommt morgen, also spätestens, wenn ihr das Video auf YouTube seht, dann ist es an der Zeit, dass die Legendary Challenge am Start ist. Man kriegt insgesamt 50.000 Gold und am Ende eine Legendary Chest. Man kann alle Karten verwenden, die im Spiel sind. Ganz einfache Sache, ganz einfache Regeln. Da werden wir auf jeden Fall auch über ein paar Decks sprechen, um das mehr oder weniger problemlos zu erreichen. Jetzt wollen wir allerdings anfangen. Haut mal hier Schere, Stein, Papier in den Teamspeak-Chat rein, dass wir wissen, wer anfangen kann. Wieso nicht? Gut, wir generieren das erste Deck und der Sparky ist immer dabei. Kann ich schon mal reinpacken, der wird immer links oben sein. Erstes Deck in 3, 2, 1, go! Ist so scheiße, dass du das verzögert siehst, ey. warten. Dann nach 2 Sekunden kommt die Alter, das ist... Ist geil, oder? Nee, das ist überhaupt nicht geil. Das ist so, scheiße. Ich glaube, das ist so ein dreifach Lose für uns alle in der ersten Runde. Naja, komm, du hast Klon und ja, Fries. Klon, aber Klon Sparky. Da haut man einmal ein Sepp drauf und alles ist tot. Deck. Ich glaube, das kann richtig Das ist kein schönes Deck. Witzig werden. Zuschauer, was sagt ihr? Das ist doch... Ah, dann noch ein Freeze, Alter. Klon, Freeze und Sparky. Und dann auch noch so teuer. 4,3 mit einem Royal Giant. Aber Royal Giant Sparky ist eigentlich eine gute Kombi. Princess kann man klonen, Minipack? Ja, ich weiß jetzt schon den. Ja. Gut. Er ist echt entspannt dritter Stelle. Der kann ich hab grad nicht nachgedacht. Dritter ist viel besser, weil, wenn einer rausfliegt, dann ist man ja erster als zweiter. Oh. Gut, hab ich noch gar nicht gesehen, ja. Ja. Eigentlich hätte ich dritter sein müssen. Egal. Zweiter auch. Was ein Scheißdeck, ne? Dann viel Glück, um einen Win zu bekommen. Ja, das werden wir brauchen. Aber der Gegner von Niklas. Ja, Niklas übernimmt hier den Style von Flory und fängt einfach mal die Free Wins ab. Der gute alte AFK-Basti, man kennt ihn. Nee, ne? Nee. Jetzt haben wir hier dieses beschissenste Deck der Welt und dein Gegner ist AFK. Nee. Der ist nicht AFK! Der ist nur sehr beschränkt! Ja. Was? Max, hat der da alles? Das sind diese Leute, die warten wirklich, bis die Truppen in deiner Hälfte sind. Pumpe, es juckt die nicht. Die sehen Minion Horde Level 6? Ja, ist halt doch so wie ein AFK-Gegner. Alter. Was mach ich denn jetzt dagegen? Oh, Eisgeist, nicht alles getroffen, du kriegst einen Ballon-Hit. Was mach ich denn bitte gegen einen Ballon? Hä, ist doch ein Royal Giant, ist doch kein Problem. Einfach Princess klonen, dann hättest du es verteidigt. Ja. Die klonte Alter, Princess brauche ich noch gegen die Medien heute. Ich krieg hier gleich wieder Soaking als Gegner, du kriegst hier sowas. Ich sag dir, meiner du ist. Du kannst da nicht losgehen. Niklas ist halb AFK, meiner ist komplett AFK. Sagst dir. Oh, meine Fresse. Der Noob muss doch das Noob-Luck haben und nicht die Pros. Ja. Aber wir haben Klon im Deck. Ich werde hier wieder um mein Leben spielen gleich. Ja, ja. Der hat den Ritter gespiegelt. Er sieht den Royal Giants erst, was er macht, ist ein Ritter spiegeln. Die Minipicker lässt er komplett durchlaufen. Die Kanone, Alter. Ja, die war stark. Ja. Oh mein Gott, Alter. Ja, gut. Stark gespielt, aber. Oh, das war ein fieser Move, ja? Einfach die Minion-Horde einfrieren. Der Klon hat sich... Lol. Ich hab nichts gesagt. Schön, ja, halt, direkt ins halt nächste. Das erste Match, ne? Ja, ist halt das erste Match. Ne? Ja, der erste Turm war halt geschenkt. Mal so. Flobby, hau direkt rein. Ja. Wir kloppen das hier durch. Okay. Muss jetzt hier aber mal... Mix Alex.
Also wer die letzte Folge nicht geguckt hat, Random Deck Challenge, da hat Flobby echt Gegner bekommen, die mehr als machbar waren. Muss man ganz klar sagen. Halt nicht nur im ersten Match, sondern so halt einfach konstant. Ich habe da auch mein Leben gespielt. Ich musste teilweise unentschieden da rausholen. Alter, aber gut, so, ein Lava-Hund ist geil. Das ist echt so lächerlich. Und Lava, ich hab nichts gegen Luft auf der Hand. Du hast eine Prinzess. Klon die Prinzess doch. Immer noch. Eisgeist und Prinzess sind... Eisgeist ist vorletzte, Prinzess letzte Karte. Na, ja, ist doch egal. Das ist so eine Pumpe, ja, und Royal Giant. Oh, der spielt richtig tryhard mit Miner. Oh mein Mini-Packer Gott, gegen Guards, Alter. Junge, du hast den Bogen raus. Ab nach Madrid mit dir. Mini-Packer, ja, was soll ich down. Machen? Ich hab ja nichts. Mini-Packer ist down. Mein Turm wird fallen, mein linker. Ich, oh, guck mal, der Royal Giant ist ja richtig geil da. Er aktiviert den King Tower. Das war ja richtig schlecht. Geht die geklonte Princess noch in den Poison rein? Also das ist die einzige Chance, die ich habe. Nö. Geklonte Princess lebt noch. Er macht den King Tower an und trifft die geklonte nicht. Der, ich treffe den größten Triad AD Mitte. Ist echt scheiße. Der Mitte-Typ kriegt immer so eine Kack-Dex, Alter. Ja, Bixman fehlt, ne? Die ganze Zeit hier, ja, die Tryhards abfängt. Ja. Oder Chef Strobel. Wann kommt der eigentlich wieder? Der ist halt 8 Wochen im Urlaub. Ich sag, der kommt wieder, Guards. Ich predikte dir jetzt, Alter. Alter, die geklonte Princess lebt ja eigentlich schon ein bisschen zu lang. Och nö. Oh, Fledermäuse. Wenn ich alle getroffen werden, dann habe ich verloren. Mhm. Ist ja egal. Ja. Läuft. Aber der King Tower ist an. Warum ist der an? Der hilft mir so ein bisschen noch, ja. Ja, wie so ein bisschen? Ist der carried hier komplett durch. Oh, abgefahren. Ey, ich habe trotzdem verloren. Der hat ja alles, Junge, in der Luft. Fledermäuse, Mega Minion, Lava Hound und Inferno Dragon. Du hast nur eine Princess, aber du hast ja auch einen Klon. Deine Worte. Was hab ich denn gegen Luft? Ja, das ist doch die Prinzess-Klon. Das ist so lächerlich, Alter. So sieht sie nämlich eigentlich. Ich hab halt nichts, Mann. Hier schreibt jemand Sparky Predict auf die Guards, Fragezeichen. Ja, stimmt, hast du echt gesagt. Ich predikte jetzt die Guards. Das erste, was du machst, ist einen Mini-Packer und einen Sparky einsetzen. So, hier jetzt. Ja, vor allem, weil Sparky halt auch nicht allzu gut gegen Guards ist. Nee, nicht so geil, du. Aber irgendwie fällt der Gegner ein bisschen. Der hat Guards, aber spielt sie nicht. Okay, der ist noch nicht drauf. Ja, der hat sich im Psyche. Kein Hit. Ja, oh, was soll ich denn gegen den Ballon machen? Kannst doch die Princess klonen. Ja, moin. Oh, guck dir den Mini-Packer. Ah, okay, eine Princess. Nee, die ist auch down. Oh, ist das schön, Flobby. Das ist einfach so Karma. Das ist so dermaßen Karma. Guck mal den Inferno-Dragon an, Junge. Brauchst du noch einen Freeze? Wie du doch verteidigst, Junge. Jetzt lass nach jetzt. Komm, gib auf. Nee, das dauert noch ein bisschen. Mm-mm. Das dauert gar nicht mehr. Die eine Princess ist jetzt weg. Egal, kannst ja die Princess klonen, reicht doch. Jetzt kommen 4 Princesses noch auf Feld. Zack, meiner One-Shot. Ja, schöne Runde, Alter. Geiles Deck. Knappes Game. Jetzt kann der Niklas hier erstmal wertschätzen, was er da für eine Niete bekommen hat, wie wichtig das ist. Weißt du, am Ende strugglen wir da um jeden Sieg und er kriegt hier gleich mal den Free-Win. Okay, ich geh ins Game. Ja, 0-1 ist stabil. 0-1 ist gut. Lobby will hier den Titel verteidigen. So schafft er es nicht. Ja, genau. So, komm, Alter, wenn du jetzt ich will hier auch einen Free-Win. Bitte gib mir einen Free-Win. Ich will einfach nur nicht letzter werden gegen euch. Ich werde so strugglen. Okay. Gegner kommt erstmal nichts. Aber kein Level 8. Boah. Bitte Lavaloon. Ja. Bitte Lavaloon. Könnte Lavaloon sein, ja. Bitte. Oh Gott, Alter. Das ist auch so ein Tryhard. Nice. Voll der Tryhard. Was ist das denn? Wenn der was in der Luft hat, bin ich doch schon sofort von vorne bis hinten tot. Ja, so ein Mega-Minion wäre ganz schön eigentlich. Oh, der darf nichts in der Luft haben. Nichts in der Luft. Oh mein Gott, warum haben alle den Inferno-Dragon, Mann? Schon ein Hit. Oh, es greift. Du hast. Alter, ein Grabstein! Max, du hast verloren. Ein Grabstein. Leider, die Prinzess lebt immer noch. Glück, ne? Ach. Oh nee. Ein Grabstein gegen den Spark. Ich hab's gar nicht gecheckt, wie mich das zerstört. In jeder Hinsicht. Ich hab jetzt auch nichts. Der kann jetzt einfach einen Schweinereiter einsetzen. Ich hab kein Elixier. Ja, macht das schon. Ja, da ist er, schön. Freut mich sehr. Dann jetzt ein Zepper, ist der Turm weg. Ja. Alter, Grabstein, Mann. Ja, Grabstein countert Sparky ordentlich. Dann unter der Inferno-Dragon, was soll denn der Scheiß?
und der macht auch richtig spät und offensiv. Oh Mann. Gefällt mir gefällt mir fast so gut wie mein Gegner irgendwie. Das ist ja genau der gleiche Scheiß. Ich hab dich ausgelacht, jetzt krieg ich hier die Quittung oder was? Yep, genau. Also wenn du das gewinnst, Suspekt, die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Ich will nicht verlieren, Mann. Ich will nicht die Quittung kriegen, du kriegst die Quittung. Das Einzige, was ich retten könnte, ist, wenn er gleich aufkommt. Alter, aufgabe. Damn! Komm. Ja, oder wenn er dir jetzt einfach Hox schenkt und dich einen Push auf, obwohl du kannst keinen Push aufbauen mit Royal Giant, Sparky. Na, sag das nochmal! Ja? Er hat einen Zap. Kann ich gerne machen. Er hat einen Zap. Was soll ich denn tun? Allein der Grabstein! Er hat keinen Zap, oder? Doch. Nee, nicht im Cycle. Aber nicht im Cycle. Komm schon, Prinzess. Oh. Er hätte schon so oft einen Zap spielen können, hätte schon längst das Spiel gewonnen. Ach, spiel lieber Grabsteine. Jetzt kommt ein Zap. Das ist hier so eine verzweifelte Scheiße, die ich hier bringe. Oh, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Oh mein Gott, Alter! Was für eine geile Scheiße! Alter, Flobby, get wrecked! Oh mein Gott. Ja. Das ist ein Respekt-Disconnect von Flobby. Oh, das ist meine Challenge. Merkt ihr das? Sparky, Klonzauber, die verrückten Karten. Damit geht's einfach ab. Geil. Er hätte einfach dein Minipack am Ende zappen können. Hätte und er, der wäre auf das Skelett gegangen. Hashtag VeryPro will ich jetzt hier sehen. Von allen. Von allen will ich das sehen. Geil. So schnell falle ich hier nicht raus. Sparky Klon Pro? Genau so. Vielleicht solltest du mal mit dem Sparky-Deck anfangen, Ladder zu pushen. Ohne Witz, Mann. So eine cheesy Taktik, da sehe ich mich. So kann man Flobby wiederkommen. Wir brauchen neue Decks. 3, 2, 1, go. Alter, das ist geil. Das ist geil. Alter, was für ein Sieg gerade. Digga, das war wirklich der Herr. Ich habe noch nie so einen Sieg gesehen. Noch nie. Nee, das war ganz unlogisch. Ganz gleich das so erste Game, Leute. Das war so unlogisch. Das war ich. Vorher nur der geklonte Sparky den Hit rausbekommen. Er wusste überhaupt nicht, was er da macht. Das war einfach. Oh Gott. Alter, was ist das für ein Deck? Nur ein Schweinereiter und Skelette als Truppe hast. Der Rest sind Zauber und Scheißgebäude. Da kommt ein Kobold fast geflogen. Ja, das Einzige, was du machen kannst, ist einen Grabstein einsetzen. Manchmal hat man nicht. Alter Junge, wie unterlevelt. Niklas, du bist raus. Tut mir leid. Ich und Flobby machen zu zweit weiter. Wir warten, bis der Strobel wieder da ist. Aber das ist ein Mega-Minion Level 4. Ja, und schon wieder der Magier auf 5. Du hast doch eben schon gegen den Magier auf 5 gespielt. Und der Sepp. Der hat die gesappt. Oh, Gabi ist nicht mehr im Cycle. Können wir mal ein Video reinschicken? Fire Spirits. Ja. Aber die sind ja eh nur Level 8, ist ja egal. Heute bin ich der Fischer, Max der Lacker und Niklas der. Der Lacker. High Skill. Oder Skiller. Ja, gut, das war wirklich High Skill. Aber high Skill, High Reward. Das ist auch mein neues Motto. Ich hatte das Game auch gegen den gleichen Typen in 100 von 100 Matches verloren. 100%. Und ja, du in 1 von 100 gewonnen. Genau. Und den hast du gemacht. Niklas ist der neue Flobby. Ja, da macht Niklas hier einfach den neuen Flobby. Gönnt sich hier die Gegner, die sind. Die spielen Clash Royale also schon seit über 2 Jahren. Vorm Release haben die schon mit dem Game angefangen. Ja, jetzt weißt du auch, wo die die hohe Sieg-Niederlagen-Quote kommt. Genau da kommt sie her. Das können wir so nicht werten lassen, Niklas. Du hast so viel Potenzial, halt kannst es nicht. Ja, dann halt nicht. Ich hätte auch gerne Justus Gegner genommen und den zerstört. So, was macht er noch? Kann er sich nochmal wehren? Einmal jetzt noch ein Comeback irgendwie. Irgendwie nochmal, ich hab... Nee, ich glaube, der ist gar nicht mehr da. Der ist gar nicht mehr da. Ich wollte gerade sagen, ich hab noch nicht aufgegeben, aber ich nehme das. Also, geil. Ja, Niklas. Krass, Alter. Meine Güte. Ja. Du hast einfach unglaublich stark gespielt. 2-0, Mann. Bisher noch nichts verloren. Heftig. Echt. Flawless. Ja. So, Flobby, gleich nochmal ran und gleich nochmal verlieren. Du wieder den Tryhard, bitte. Alter, wenn ich jetzt dieses Spiel verliere. Jetzt kommt noch ein Tryhard. So ein richtiger Tryhard. Ich spiel gegen meine Armee, also das kann echt nur gut werden. So. Die lassen mich immer gewinnen. So, dann zeig mal. Ich sag's euch, das ist der OP-Push. Das muss man immer machen am Start, sonst kann man nur das Spiel gewinnen. Oh, schön Ofenschmal. Und Baby Dragon. Oh. Oh, und Holz, Junge. Flobby. Du hast ein Händchen für, ne? Mal abwarten. Geiler Tornado. Oh, trifft sogar. Oh, ich hab nichts gesagt. Wie peinlich.
Der Eismagier haut einfach ab. Nice, Max, nice. Alter, dieses Deck ist echt nice, damit kann ich nicht verlieren. Aber der Start war schon gut. Ah, der Gegner spielt aber schon sehr gegen Elite-Barbaren Guards mit Ofen, Baby Dragon, Holz. Siehst du nicht so frisch der gegen aus? Doch, der muss doch so einen kranken Elixierverteiler haben, warum setzt der nichts? Fledermäuse. Oh auch nein, nein. Ich... Die Guards kriegen so eine Value. Aber beide killen. Die Guards? Das gefällt mir. Ich meine die Fledermäuse. Ich habe halt nichts, gar nichts gegen Luft gerade. Ja. Schade, ne? Ja, ich würde auch immer lieber Bahnhütte so weit nach vorne setzen, wenn du das gegen Luft hast und der Gegner hat super viel in der Luft. Stark. Hm. Und dann auch noch der Ofen. Ich weiß, ich habe das gebaitet. Das war alles mit Absicht. So, damit hat er jetzt nichts gegen Lava-Hund. Ja, der braucht er auch nicht, weil er mit dem Rambock reingeht. Und dann Holz, da kommt auch bestimmt so ein Schwachsinnsholz. Ja, so ein. Ja, so richtig Monne, viel ja, zu spät. So richtig zu spät und trotzdem kein Hit und es überlebt sogar ein Guard, Alter. Ja, okay, es ist nicht der coolste, sag ich mal. Als ob der da nicht hintrifft. Hast du was dagegen? Ja. Oh! Aber irgendwie hat das nicht ganz so geklappt, wie ich es wollte. Nee. Der Miner war gut von ihm. Der war richtig gut. Aber das war nicht mal mit Absicht, dass er den Tornado wegtankt. Das war immer nur Luck. Ihr beide nicht wirklich einen nennenswerten Schaden verursacht? Das kommt alles noch. Ah, was hat Justus Gegner noch als letzte Karte? Vielleicht Poison? Wäre schon geil, oder? Bitte kein Zauber. Jetzt ist er ganz nach hinten. Ich hoffe, jetzt kommt so ein richtig. Oh, auf die falsche Seite, what the fuck? Wenn Max schon sagt, nach ganz hinten, dann mache ich das auch. Ich ja nicht. Ein bisschen defensiver. Du machst da sowas. Was hast du jetzt? Kommt diesmal direkt ein Holz? Ein bisschen früher? Nee. Oh, ein Elektromagier. Kommt ein Eos. Ist ja noch beschissener. Dann soll er wieder das Kack. Dann soll er wieder das Kackholz werfen. Oh, bitte. Da ist es sogar. Nein, der Baby Drink ist nicht in meiner Hälfte. Ich hab verloren. Weißt du, was ich mache? Was hast du gegen Luft? So. Das ist der nächste. Aber. Aber. Nichts, aber. Defensiver Rambock. Ja, Alter, nee. Ihr spielt das beide wie Nix. Scheiße. Danke. Kein Problem, dafür bin ich ja ich da. Ich seh nicht, wo ich da durchkommen soll. Ich seh's aber nicht. Du ich auch nicht, das ist das Schöne. Aber die Hölzer sind gut. Die Hölzer von denen werden immer geiler. Der schafft es konstant, die Hölzer immer mehr zu verkacken. Oh, komm schon, bitte verlier, Flobby. Komm, es sieht so gut aus für den Gegner. Ich glaube, der Sparky muss es sein. Gegen den Ofen ist er extrem geil, weil er jedes Mal die Feuerstunde angreift. Er hat den Baby denn gefällt. Das könnte jetzt was werden. Er hat auch noch Fledermäuse. Ja, du hast einen Tornado und einen Eismagier. Das könnte sogar ein ziemlich guter Push werden. Das könnte ein guter Push werden. Ich muss nur den Baby denn verteidigen. Oh, was? So einen hat er. Was? Aber? Das ist gewonnen. Oh mein Gott. Eos, ups. Eos, mega Ritter. Alter, Flobby. Oh, gute Guards. Danke. Gute Guards. Darf ich die auch gleich so scheiße einsetzen? Ja, gute Darts. Pass. Ich hab verloren. Flobby, fast. Alter, Flobby. Solide 0-2, siehst du da? Da ist er wieder weg. Super. Sehr gut. Flobby 0-2. Ich geh direkt ins nächste, Alter. Ich gehe direkt ins nächste. Aber auch blöd, dass mein Internet manchmal irgendwie so hängt. Ich manchmal ist das Internet. Leute, ich hatte immer, wenn ich verliere, irgendwie. Irgendwie immer, wenn ich verliere, keinen Sepp im Deck. Ich hatte keinen Sepp im Deck. Ja, schreiben die immer wieder. So, ich bin im nächsten Game. Einer fängt an, jetzt schreibt der ganze Chat. Jetzt schreibt der ganze Chat. Niklas hatte keinen Sepp dabei. Nee, das ist so lächerlich, Alter. Da hat er noch den Mega-Ritter, weißt du? Alles, aber nicht den Mega-Ritter in der Situation. War echt geil. Hat mir sehr gefallen. Oh, eine Princess. Kann der Eismagier bitte die Princess killen? Stark, Max. Gegen El Gran Cris. Deswegen steht beide 2. Komm schon, ein Hit noch. Gewinnt, ne? Und ich stehe 0-2. Ja, wenn du das jetzt gewinnst, du sagst das so, als wenn ich hier schon gewonnen hätte. Ja, komm. Komm schon. Oh, der kommt nicht durch. Der wird richtig zerkloppt, Junge. Schön. Die Prinz hat ja auch richtig viel Leben. Ob das sein muss, ich weiß es nicht. Oh? Oh? Ja, lass mal durchlaufen. Lass mal durchlaufen. Ja. What? Neuer Fokus? Gefällt mir aber irgendwie. Ich hab nichts. Kacke. Ich hab gehört, die Musik ist aus. Die Musik ist aus, jetzt wird's dramatisch. Ich hab gehört, ein Lava-Hund ist immer ganz gut gegen Giant Skeleton. Ich hab gehört, hier kommt ein Sparky hin. Und dann ziehen wir so richtig mit einem nicen Move alles zusammen. Und dann schießt der Sparky und dann ist Party, weil Trimax ein Pro ist. Und weißt du, was der Gegner verkackt hat? Er hat gesappt verkackt. Er hat gesappt zu spät. Ich hab's, glaube ich, gemerkt. Und während ich in-game bin, habe ich die Playlist sogar neu gestartet. Der Zug wäre nur Elixierverschwendung, hätte der Gegner einfach nur den Sepp richtig gespielt und der verkackt. Ja, ist auch lecker.
Niklas, was sagst du dazu? Schon lächerlich, oder? Ja, die Decks nehmen sich beide nicht viel. Das ist auch richtig geile Guards. Es ist einfach nur lächerlich, Alter. Dran. Und die Hütte. Ja, die Hütte. Weißt du, wir haben Sparky Elite über Baden Tornado, weißt du? Trimax spielt natürlich gegen Hock. Oder gegen was spiele ich? Gegen so ein. Stimmt. AIDS-Deck, wie soll denn der Hock da durchkommen? Ja. Geil, ne? Aber ich darf mich nicht beschweren, das ist. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist immer, warum wir verlieren in dieser Challenge, ist immer, wenn wir nur was gegen, oder nicht so viel gegen Luft haben und dann nur gegen Luft spielen. Oh, der Sparky ist down, wenn er in die Bombe reinrennt. Nee, der überlebt die Bombe. Echt? Der überlebt die. Oh, er wurde nicht mal getroffen. Oh, das war ein sehr starker Move. Ich weiß. Dafür bin ich ja da. Sehr starker Move. Stark, Flobby, danke. Jo. Gerne. Oh nö, Alter, komm, geraged, Agat. Geraged, du bist geraged. Du bist geraged, du bist geraged, Junge. Oh Mann, was? Du bist doch geraged. So ein Arsch. So ein Arschguard. Max, eigentlich habe ich nur verkackt, mich zu muten, aber ja. Ein Arschguard war das, sonst nichts. Jetzt hast du ein Problem, oder? Nee. Er hätte mit dem Hock einfach vorbeispringen können. Aber ja, hat er keine Lust drauf. Jetzt kommt auch noch der Zug zum Tornado, oder? Der Zug zum Tornado, ja, wahrscheinlich. Der Tornado zum King-Tor hast du nicht gemacht. Okay, der Hawk Rider hatte eh keine Leben mehr. Ja, die Guards haben irgendwie direkt 400 Damage bekommen. Ich hasse dieses Spiel, Alter. Oh. Oh, starker Mantel. Ja. Hey, Max, woher hast du diese Züge, Mann? Aus dem Level 1 gekauft, oder was? Junge, das sind die alternativen Plays. Da kommt ihr Flows gar nicht drauf. Die Elite-Bahn sind im Rage, die rennen einfach durch. Okay, so nicht, aber. Aber in etwa. Ja, der mag EU's jetzt mit keinem HP. Kriegen wir auch hin. Ich glaube, du wirst gebannt wegen Beleidigung. Okay, machen wir. Machen. Ja, was ist denn das auch? Diese Gegner, Mann. Heute bin ich der Fischer. Ich verstehe das nicht. Warum? Der Fischer. Komm schon, Sparky. Halt an, Junge. Bremst doch mal. Wie hat der denn fahren gelernt? Ich habe das Gefühl, Max, du spielst unentschieden. Nee, den Lava-Hund kann er nicht aufhalten. Stimmt. Du musst auch nur einen Lava-Hund bringen. Das ist ein Geraged. Ah, der hat viel. Der hat viel. Den letzten... Aber du kriegst. Aber er kommt nicht durch und du kriegst kontinuierlich Damage. So, das klappt jetzt. Boah, Max, bitte. Ja, die Plays, die sind nicht mehr normal. Die hat fast keinen Schaden gemacht. So, jetzt nochmal ganz ruhig. Ach, scheiß drauf, nicht ruhig, geh rein da. Geragter Lava, kann ich jetzt machen? Ich glaube, du musst nur einen Lava und nach hinten spielen und der kann, glaube ich, nicht mehr verteidigen. Aber. Ja, das. Oh. Die Princess stirbt. Nee. Nee. Aber die Lava Pups. Oh, er lässt connecten. Er lässt connecten. Lava Pups. Noch ein Lava Hund. Ich will hier nochmal. Kommt schon, Eismagier. Ein Lava Hund reicht nicht. Ich brauche noch zwei. Jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt ist Giant Skeleton wieder. Von der Partie. What? Alter, wenn er noch den Turm holt. Oh, okay, er hat keinen großen Zauber. Aber er kann zum Hock noch Psy gehen. Wenn er den Push verteidigt bekommt. Oh. Der Turm fällt nicht. Doch. Oh mein Gott, so knapp. Alter, ich fass es nicht. Unentschieden. Und nein, Mann, nicht unentschieden, oder? Doch. 155 HP? Kacke, war aber okay gespielt. Ah, meine Fresse, kein Schaden mehr durchbekommen. Überhaupt nicht. Dieses dumme Giant Skeleton. Okay, aber nicht verloren. Darum geht's hier. Es geht bei drei hier lang, ist man raus. Ich hab nicht verloren, ist cool. Geht weiter. Nächstes Deck. Ja, ich stehe 0-2, nice. 0-2, Flobby. Alter, es hat noch nie jemand geschafft, 0-3 instant rauszufliegen. Doch, hat schon jemand geschafft. Wer? Zu 100%. Mm-mm. Hat Chef oder Big Spin? Haben nicht, in der, nicht in der Random Deck Challenge. Haben sie noch nie geschafft. Sicher? 0-3 ist schon eine Kunst. 0-3 hat noch nie jemand in der Random Deck. Du kannst jetzt der allererste sein. Ja, ich habe aber auch als erster das erste Mal gewonnen. Also, ich könnte jetzt ist auch. Ist egal, ist egal. 0-3 ist zu. Das macht alles kaputt.
Du bist dann der random... Newsmaster, ja. Was ist das? Finden Sie Ihren Hintergrund langweilig? Aktualisieren Sie Ihren Desktop-Hintergrund? What the fuck, Alter? Was für eine Meldung? Okay, neues Deck. Das wird das Deck, mit dem du in die Geschichte eingehst als 0-3-Versager. Okay, bist du ready? Ja, bin ready. 3, 2, 1, go! Oh, nee, das ist eher das Deck, mit dem ich komplett reinscheiße. Ja. Golem oder wie? Nee, es ist gar nichts, schade. Alter. Es ist... Schade, schade. Also das ist ein richtiges Scheißdeck. Also das ist auch gar nicht witzig. Also, start mal Seite neu, ich glaube immer ist Sparky dabei. Gut gelacht. Ja. Interessant. Es ist nicht interessant, Niklas, das ist scheiße. Das ist sehr interessant. X-Bogen, Sparky, drei Musketiere, Ballon, das ist interessant, das ist einfach nur Bullshit. Das Ding gebe ich eine 5 und ich gebe selten eine 5. Also ich finde es sehr interessant. Also, gib ihm eine 2. Niklas gibt eine 2. Es war klar, Mann, X-Bogen drin, hast eh gewonnen. Es ist unfair, Mann. Er führt 3-0. Ihr müsst wissen, Niklas ist ein Siege-Profi as fuck, ja. Der kann solche Decks. Ah, Sparky, Kanone, X-Bogen, Pfeil, ja, das Deck ist nicht schlecht. Das Deck ist nicht schlecht. Ich finde es schon ganz schön scheiße. Wenn du ready bist, dann kannst du anfangen. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wenn einer da so ein Deck kann, dann du. Dann lass mal knacken. Ich sage auch nicht, dass ich damit sicher gewinne, aber ich warte, kostet das 4,9? Nee, ich habe wieder irgendwas verkackt. 4,9, ja. Nee, das kostet. Das ist falsch, was da im Stream angezeigt wird. Okay, perfekt. Weil der Sparky ist ja eigentlich nicht mit drin. Ist ja nur ein Bild. Eigentlich ein Eisgeist, ja. So, den haben wir nur eingefügt. Ah, den Eisgeist würde ich sogar lieber nehmen. Ich weiß. Aber das ist hier eine Sparky-Challenge. Okay, auf geht's. Na, dann hau mal rein. Bin ich gespannt. Alter, Floppy, komm schon, Mann. So 0-3 wäre doch mal richtig geil. Das wäre echt... Nee, da brauche ich gar nicht mehr weiterhin, ne. Alter, wenn ich 0-3 rausgehe, ey. Huulala. Das letzte Mal standst du 3-0 oder so ein Scheiß. Oh, der ist schon das mal ist richtig. Lockbait. Der ist das schon mal ist richtig Lockbait. Am Tryharden. Alolos X-Bogen, das ist gut. Und er vergeigt die Kurve, oder ich trifft da die besser. Nein, X-Bogen gewinnt nicht mal unbedingt gegen Lockbait. Und wenn, nur mit einem ganz schnellen Cycle. Oder zumindest mit einem normalen Deck. Die Kurve ist spät. Das ist kein normales Lockbait. Nee, das ist überhaupt kein normales Lockbait. Oh, die Kanone kam 2 Jahre zu spät. Jawohl. Ja, aber kriegst... Oh, die Kanone! Die ist jetzt... Ja, die Kanone hat gar keine Lust. Hä? Warum? Macht er gut irgendwie, dann überlebt er... Nee, er kriegt viel zu viel Schaden, war nicht gut. Was? Ja, der fällt ja einfach um. Es kommen Pfeile. Pfeile hat er dabei, ich fasse es nicht. Wir haben einen Zauber, das sind die Pfeile gegen Lockbait. Der spielt Lockbait mit Henker und... Ah, das könnte das neue Lockbait-Deck sein. Ja, spielt Lockbait mit Henker und statt Kobold Gengards. Nein, das ist, glaube ich, das... Ist der Tesla in Ballon-Range? Ich habe das vorhin bei Nick auf Twitter gesehen. Der hat da ein Deck hochgeladen. Oh, Alter, was? Wie willst du einen Ballon? Tesla und Tornado? Fantastisch. Ja, viel Spaß. Ja, jetzt, ja gut, der X-Bogen kommt halt irgendwann. Wenn du einen guten Ritter spielst, dann kannst du das schaffen. Wo ist der Ritter? Da ist er. Oh, Tesla ist noch eingeklappt und der Connect ist ja, da. Ja, weißt du, jetzt ist schon wieder gewonnen. Das ist schon wieder lächerlich. Oh, Koboldfass auf den... Ja, lässt er auch nicht. Was? Oh Mann. Oh Mann. Das ist doch schon wieder asozial, Alter. Niklas, geh weg. Ich kann es nicht fassen. Das ist ja noch nicht gewonnen, da kann auch alles passieren. Da kann auch alles passieren, Alter, bei dem Tesla. Ein Tornado hat er. Richtig geiler Move wäre es gewesen, wenn er den Ballon instant in den Tesla noch gezogen hätte. Ganz rüber. Das ist nicht schlecht von ihm. Das ist nicht schlecht von ihm. War nicht verkehrt. Sind noch alle drin. Ja, Floppy so gut wie raus. Oh mein Gott. Eisgeist und Executioner. Holy shit, was ein Move. Das war echt richtig gut. Der hat doch voll Kacke gespielt. Jetzt auf einmal gut. Wie findest du das, Niklas? Ach, ich gewinne es trotzdem. Pass auf. Alter, der Gegner. Nee, ne? Das ist so witzlos einfach. Ja, genau. Ich kann es nicht fassen. Was war das für ein Tesla? Weißt du nicht, dass der einklappt? Und vorbei. Der klappt doch ein. Das Ding ist, er hat noch eine Rakete und die bringt ihm halt einfach nichts. Alter. Ey, das ist so lächerlich. Wer setzt denn da den Tesla? Ja, aber gut, wir brauchen gar nicht nachfragen. Es war schon vorklar, dass er gewinnt. Nee. Das war selbstverständlich. Nee. So, ich starte so, jetzt habe ich bei dem Gegner kriege ich ja schlechte Laune. Aber Floppy, du kannst meine Laune wieder verbessern. Deutlich verbessern, indem du jetzt einfach richtig entspannt
0-3, das gab's noch nie. Floppy wird jetzt die Geschichte schreiben. 0-3 aus der Random Deck Challenge rausdroppt. Der Gegner spielt schon mal einen schönen Try, hat meiner. Ja, das ist, glaube ich, oh Mann. Executioner auf Level 2. Inferno ja, auf Level 6. Ich hoffe, der ist nicht One-Shot. Ja. Ja, aber der failt den Executioner so ein bisschen. Ja. Ja, ein guter andere. Beginn. Das ist schon mal ein richtig guter Beginn. Beginn? Sagt man nicht Start? Na egal, ich sehe überlassen. Geht beides. Das ist ein guter Beginn? Habe ich so noch nie gesagt. Kann man bestimmt sagen. Kann man sagen, kann man 100% sagen. Ja, das ist ein Free-Win. Das sagt man so in Norddeutschland, Max. Mhm. Und ja auch nicht in Hamburg. Okay. So, jetzt, Alter, der setzt die Hexe als Tank ein, dann kommt der Nein. Das ist sogar gut. Oh, das die Musketiere sind down. So eine Pfeife, Alter. Das ist wieder so, das sind so alternative Plays. Die hat man noch nicht gesehen. Die sieht man auch nur hier mit Random Deck Challenge in der klassischen Challenge, Alter. Die sieht man auch nirgendwo. Ja, normalerweise hat man einen Zauber und dann ist das Ding durch. Aber hier. Das ist very pro. Jetzt kommt wieder dein größter Albtraum. Ja. Freeze Cycle. Oh, so eine Scheiße, Alter. Gott, der nicer Inferno. Jetzt kannst du rechts einmal mit dem Ballon durchgehen, weil der so blöd ist. Hm, bestimmt mache ich das. Ja, okay, wenn du das sagst. Ich wollte gerade Pfeile Plague machen, aber ich glaube, der ist echt so schlecht, der wird gar nichts haben. Der hat noch zwei Karten, aber der sieht den Ballon, glaube ich, gar nicht. Der sieht den Ballon nicht, der läuft doch einfach voll mit Elixier. Ah, das wäre doch mal, gewesen, so ein schönes 0-3. Kann jetzt mal bitte die Hexe down gehen, danke. Warum kommt jetzt nicht der Very Pro Freeze? Ja, 0-3 hätte mir auch gefallen. 0-3 hätte mir schon gefallen, Floppy. Egal, aber man kann doch noch ein 1-3 machen. Ja, was, wenn ich 9-3 Es kann immer noch ein 0-3 werden. Es kann noch ein 0-3 werden, aber nicht mit solchen Executionern. 0-3 wird das nicht, nee. Der meiner war stark. Oh, Floppy, ja. Hochmut kommt toll. Vor dem Fall, genau. Ja, starker Feuerball. Was soll denn der? Ich dachte, der trifft jetzt richtig schön alles. Ja, X-Bogen, Sparky. Locker setzt da was rein. Ja, ich wollte es gerade sagen. Locker setzt da was rein. Ja, knapp. Immerhin da noch ein Hit raus. Das Beste war neulich. In der letzten Random Challenge. Alter, das der Beste Freeze, er freeze den Turm und der X-Bogen killt ihn, Mann. Ich verreck so krass, wenn ich das hier sehe. Max, der Minion Horn Predict. Das war der heftigste. In der letzten Random Challenge. Ja. Weißt du noch? Das war richtig sick. Ja. So wie damals in dem Video, wo du bei Prinzessin gegen Packer Prinzessin. Ja, trotzdem bist du nicht 0-3 rausgeflogen. Ich hätte es dir so gegönnt, wirklich mal vom ganzen Herzen. Das Video habe ich komischerweise gestern gefunden, das wurde mir empfohlen. Lol. Wo du die Minion-Horde prediktest über die Princess. Ja, so vor richtig langer Zeit. Das ist echt sehr. Das ist ja schon fast 2 Jahre alt. Da warst du noch gut, ja. Da war ich noch gut. Richtig gut. Na, ich glaube, ich bin jetzt besser als damals, aber die Leute haben sich halt alle verbessert. Damals war man halt, wenn man das Spiel verstanden hat, war man damals schon gut. Deine Entwicklung ist halt extrem, also. Ja. So. Jetzt muss ich aber gut, Klon ist halt was anderes, ne? Klon? Die Karte kannst du. Das ist alles neu. Aber die ist ja leider nicht in dem Deck drin, ne? Deswegen könntest du jetzt eigentlich auch mal verlieren. Danke. Oh, was hat denn der alles? Ich habe jetzt schon meine Kanone eingesetzt. Ja. Geh down. Ja. Alles? Ja, es war doch perfekt gespielt, Max. Na gut. Hat sich das gelohnt? Ja, hat sich schon gelohnt. Eine Lektion ins Minus, dafür 200 Schaden. Ja, okay, nehmen wir mit. Okay, er spielt Nachthexe Mini-Packer. Dart Goblin. Was ist das für ein Deck, Mann? Ich komme gerade nicht drauf klar. Ich will auf gar keinen Fall verlieren. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Hä? Alter, Max, du spielst gegen Golem mit Sparky, das ist doch richtig nice, Mann. Das ist überhaupt nicht nice. Du hast Sparky, Baby Dragon. Ach nee, das ist doch kein Tornado. Ups. Nee. Oh! Ne? Das ist der Tod für dein Deck. Wer spielt denn Golem Friedhof? Oh, das ist so richtig beschissen, Mann. Warum habe ich jetzt auch die drei Musketiere gesetzt? Oh, jetzt bin er ich hat eh noch schon zwei abgefuckt. Spells, ne? Ja, zwei Karten. Wir wissen nicht, ob es zwei Spells sind. Ja, Feuerwehr Sepp. Oh, der war schon mal kacke, der Minipacker. Komm, kein Hit mehr. Alter, der Minipacker war echt richtig schlecht. Und der wird outranged. Oh mein Gott, geil.
Das sind richtig geile Pfeile auf die Fledermäuse. Ne, fuck, das sind neue Fledermäuse. Egal, Turm ist down. Lächerlich. Alter, er hat ein starkes Deck gegen mich, aber der spielt scheiße. Du musst halt den Spark ja eigentlich schon was offensiver bringen, damit der Golem schnell down geht. Alter. Alternative Plays. Lol, ist gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, er wird den Golem angreifen. Dann ist es schlecht. Dann ist es wieder schlecht, ja. Fuck, das war echt scheiße. Du musst Pfeile werfen. Wobei? Nee. Ist genug. Guck, der X-Bogen. Genau, Alter. Wahrscheinlich gewinnst du das jetzt durch so einen komischen Zug. Alter, kriegt da richtig Damage rein. Was ist denn da los? Komm, geh down. Neuer Fokus, Musketier. Ja, falscher Fokus. Egal, alles cool. Alter, ist das lächerlich. Starker Mini-Picker. Oh, der Sparky. Oh mein Gott, er hit. Oh mein Gott, was. Geil. Unbesiegbar was? In dieser Kacke. War das... Habt ihr diesen Max, X-Bogen gesehen? Ein ja, Traum. Max, eine Frage. Hast du nicht gerade noch gesagt, dass wir mit diesem Deck alle verlieren und haben jetzt alle mit dem Deck gewonnen? Scheiße, ja. What the fuck? Das, ich check diese Challenge nicht, Mann. Hast ich recht, wir haben alle gewonnen. Okay. Ja. Alle gewonnen. Alter, neues ich hab Deck. Gesagt, das Deck ist OP. Ja, was ist das denn? Das ist echt... Nein, das Deck ist scheiße. Es war irgendwie nur gut gegen die Gegner. Keine Ahnung. So. Neues Deck in 3, 2, 1, go. Das ist ein gutes Deck. Also das ist, glaube ich, das Beste bis heute. Bisher. Bis heute. Okay. Also. Bis heute. Das sieht fast wie ein normales Sparky-Deck aus, Alter. Boah, das Deck ist geil. Dem Deck gebe ich eine 1. Ja, eine 1 minus, nice. Meinetwegen. Also das ist geil. Also hätte man noch irgendwie einen kleinen Zauber, dann ist das, das wäre ja, so ein Deck, dann, was man spielen könnte. Dann wäre es sogar eine glatte 1. Ja, das sieht eigentlich ganz nett aus. Man hat halt echt viel Stuff in der Defense, ne? Guck mal hier. Eismagier, Guard, Skeleton Army und Barbaren. Aber wir haben wieder dasselbe Problem. Die Luft wird uns killen. Wenn man gegen Luft spielt, hat man verloren. Gar nichts. Wir haben nur Eisgolem und Eismagier. Also stimmt, du hast keinen Spell. Ich stell mir vor, der Gegner hat eine Minion-Horde. Ja, das ist dann übel. Ja, oder stell dir mal vor, der Gegner hat einen Inferno-Ring. Und Elixierkosten. So, 4,1, ja. Passt. Max, wieso stehst du nur 2-0? Das verstehe ich nicht. Wieso? Unentschieden, du Arsch. Ich stehe ein... Ach, unentschieden. Alter, jetzt die 150 HP, Alter. Jetzt reibt er hier noch Salz in die Wunde, ne? Ah. Ich merke schon. Mhm. Oh, ich spiele der drei Musketiere, du, und dann bist du im Arsch. Der Lightning ist voll gut jetzt gegen Pumpe. Ja, weil dann hat er wahrscheinlich eine Minion-Horde, ne? Boah, das würde echt wehtun. Oh mein Gott, du spielst gegen das geil. Deck. Geil. Das Traurige ist, du gewinnst, Docker. Hier schreibt ein Zuschauer, 4-mal hintereinander Sparky, du musst die Seite neu laden. Oh mein Gott. Ich frage mich halt, das Traurige ist, ich weiß halt auch nicht mal, ob das wirklich ernst gemeint ist oder nicht. Ich weiß, die Leute kommen hier, sehen das und sagen dann sowas, ja. Ich glaube, du meinst das ernst. Aber du spielst gegen den Meta-Deck, Niklas. Ja, nach deinen 3 Free-Wins musst du jetzt hier auch mal gegen den richtigen ran. Da gewinne ich schon irgendwie. Ich stelle mir da so einen schönen Giant, Sparky, Ice Wizard, Barbaren, Ice Golem Push vor. Alter, Junge, du hast einfach alle Karten aufgezählt, die du hast. Gut, wie du das vorstellst. Ja, wenn das klappt, dann GG. Ja, genau. Er pusht noch schön mit Elixier. Er spielt halt echt. Oh, jetzt hast du echt ein Problem. Solid. Na, geht noch, die Guards kriegen das noch. Kriegen es noch hin. Oh, gut gemacht. Alter, der spielt ja auch echt solide. Ganz solide. Deswegen ist er auch ein Sepp. Deswegen ist die. Echt? Hat er einen Sepp? Oh mein Gott, aber der kann. Oh, was? Zu spät! Oh, er hat zu spät gespielt. Da kommt nochmal ein bisschen Damage rein. Ist geslowt, Skelett auch noch ein Hit. Ja. Wenn der Eismagier getankt, dann wäre der Turm down. Ja. Ein sehr aggressiver Giant.
Ja, weil er weiß, der Gegner hat nicht wirklich was, weil der keine Minion-Horde hat. Das heißt, Max, Niklas wird den Turm fast kriegen. Oh mein Gott, würde er hat den kriegen. Turm. Und jetzt muss er nur noch Defense spielen. Diesmal sind die Fledermäuse. Alter, nee, der hat gutes Skeleton-Army. Alter, Niklas. Alter, wenn du hier das echt gegen den Meta-Deck, der hat zwei Pumpen. Wie kriegst du das überhaupt die ganze Zeit noch verteidigt? Jetzt die Barbaren. Wenn du das verteidigt kriegst, ne? Ja, das oh mein Gott, Lightning. Mado. Oh, was? Kommt der Gegner hier? Ja. Du hast einfach Guards und eine Skeleton Army. Also richtig heftig, die Kombi. Holy shit. Du hast den Gegner eine Minion Horde, das ist das Spiel so hart. Und jetzt hast du wieder Barbaren oder so, ne? Den Giant, okay. Ey, das war einfach gut gespielt. Das war richtig krass. Deswegen, das haben wir, das ist... Ja, Niklas hatte hier seine Free Wins, da konnte er sich nicht beweisen. Jetzt hat er hier mal ein richtig schwieriges Matchup. Jetzt kann er sich ja beweisen. Läuft. Also ohne Witz, sonst ist hier ja immer sogar Big Spin, der Allrounder, der alle Decks so ein bisschen kann. Oder gut kann. Aber da bist du, glaube ich, noch ahead, Mann. Du nimmst ein Deck und kannst es irgendwie. Keine Ahnung. Total so, krass. Geht weiter. Flobby, nächstes Game. Flobby, bei dir ist das nicht so. Du musst jetzt bitte rausfliegen. 1-3. Ja, Minion Horde. Ja, geiler Anfang. Perfekt. Schön, das ist gut. Ja, Flobby sagt noch gerade, er hat nur gewonnen, weil er keine Minion Horde hatte, der Gegner. Und dann zack, ist da die Minion Horde als allererste Karte bei Flobbys Gegner. Das ja, das ist halt auch Karma, dass es natürlich die erste Karte ist, weißt du. Starker Eisgolem von mir. Oh, oh, was? Das nee, ist ne? Richtig komisch. Oh Gott, der hat eine Hexe und eine Skeleton Army und eine Minion Horde und ein Zap. Was ist das für ein Hardcounter, Junge? Genieß doch mal das Game. Oh, interessanter Wenn das Push. Klappt, ne? Er hat kein Holz und kein Zap. Minion Horde. Ja, genau. Schön, oh, die Minion Horde in guck meine es dir an und Fire Spirits, Alter. Ich hab's vorher noch gesagt. Das duftet. Noch gesagt, Minion Horde gleich los. Wenn der das nicht schafft, dann aber dieses Spiel gewinnen. Der hat zwar richtig gute Karten, aber der hat ein richtiges Scheiß-Deck. Hexe, Minion Horde, Skeleton Army und Fire Spirits. Das ist wirklich, Alter, ich fisch wirklich, es ist nicht witzig, Mann. Kommt eine Hexe. Und ein Holz noch. Ja, schön. Wir predikten halt auch jeden Zug, aber man ja, kann ja, man kann nichts machen. Ah, ein Hit vielleicht? Nee, wieso auch? Muss ja nicht sein. Hast du das Dick, Alter. Warum Minion Horde, Mann? Und dann spielt das auch noch als schön, um mich zu triggern als erste Karte. Ja, er spielt die ganze Zeit um Minion Horde. Wenn er sie hat, spielt er sie. Ich muss halt Lightning auf die Minion Horde werfen oder so. Gegner spielt auch Random Deck, ja. Habt ihr recht, stimmt irgendwie. Was, da Septa? Da will er Seppen? Jetzt hat er keinen Sepp für Skeleton Army und keinen für Sparky, okay. Royal Giant? Ja, jetzt ist es aber ein Schiss. Okay, der ist doch nicht so cool, wie ich dachte, der Gegner. Mhm. Er hat zwar die richtigen Karten. Er kontert dich so krass, aber er spielt. Scheiße. Der Turm fällt, glaube ich. Oh mein Gott, der Sparky. Was? Ding ist halt, ist diese dumme. Ja, gut. Alter, das ist echt so traurig, Mann. Der Gegner ist echt so traurig. Es ist unglaublich. Oh? Oh? Gar nichts macht er. Ja, da sind Fire Spirits. Ah, starker Eisgolem. Ah, okay, okay. So ganz ohne ist der Flobby hier wohl auch nicht. Ein bisschen ganz ohne. So ganz ohne ist er nicht. Ganz ohne ja, ist er nicht. Boy. So die Grundlage aus Clash Royale hat er anscheinend durchschaut. Das ist ein geiles Mehr aber auch nicht. Wir fragen dich alle, hat Niklas einen YouTube-Kanal? Niklas, hast du einen YouTube-Kanal? Nee, hab ich nicht. Ja, nee, Leute, er hat er nicht. Er streamt aber. Er hat einen Twitch-Kanal. Ja, wie bist du da? Bist du da ab und zu? Nee, aber ich bin da nicht mehr aktiv. Ja, okay. Also, nicht wirklich. Ja, okay. Er hatte mal. Er hatte mal, alles klar. Ja, gut, du hast gewonnen, jetzt gehe ich rein. Alter, der Gegner hat echt so unglaublich schlecht gespielt. Bisher ungeschlagen. Aber ohne Witz, das Deck ist halt wirklich nicht schlecht. Also gegen Luft hat es eine Schwäche, gegen sowas wie Inferno Dragon oder so hätte man echt Probleme. Aber, ja. Ich sag's dir, das wird wieder aus dem 0-2, kommt wieder ein 6-2 oder so. Das war schon Sepp. Den Sepp hat er schon mal verkackt. Ja, jetzt muss nur noch Riese Skeleton. What? Oh. Und die Princess ist auch down. Darker Toll. Geiler Dude, ey, wirklich. Der ist mir höchst jetzt sympathisch. Eine jetzt eine Army hinter ins Park. Nee, der hat nur Scheiße. Doch. Der spiegelt. Der spiegelt den Tornado und jetzt kriegt er trotzdem einen Hit raus. Alter, der hat zwei Tornados gesetzt. Zwei Tornados auf den Sparky. Geil. Hätte er die wenigstens so gespielt, dass er die jeweils aus der Hälfte rausgezogen ist hat. Ist das geil.
Der eine war ich kann es halt nicht in Worte fassen, wie verdient das jetzt gerade ist, dass ich auch mal so einen richtigen Noob hab. Thumbs up gibt's da einfach nur. Der hat jetzt schon aufgegeben. Der spielt so ein Troll. Ach, Katsch, der gibt doch noch nicht auf. Der hat aufgegeben. Zack, Turm down. Warum sitzen alle die Truppen direkt ein vor den Traum. Turm? Das ist Sparky, ey, stimmt beides. Einfach nur ein Traum. Free-win. Das ist schon wieder ein Freewin. Kriegt der Sparky noch nicht raus? Ich hab zwei Freewins, Max. Jetzt zappt er die rechte Seite und hat nichts mehr gegen die Skarmy. Skeleton Army Backdoor. Oh, da kommt ein Tornado. Ich nehme alles wieder zurück. Anstatt der die Skarmy noch im Spiegel zappt. Schöner Surround. Wie aus dem Lehrbuch. Nur ein Barbar wird angegriffen, ja? Hier, der nimmt den Fokus der Princess außerhalb der Turmreichweite. Oh, das ist, ich spiele das hier wie ein junger Gott runter. Das ist ja nicht gut. Das ist halt einfach nur pragmatisch, aber keine Ahnung. Das ist extrem gut. Ja. Für mich zumindest. Also der Gegner hat ja sogar Karten gegen dich, aber er spielt es einfach richtig unglaublich scheiße. Ja, deiner ja. Doch eben auch, oder nicht? Ja gut, aber meiner hatte ja, ja, der hat immer noch die Hexen gespielt oder Minionhorde oder irgendwas. Ich meine, was macht deiner? Deiner spielt. Aber ich glaube, mit dem Deck von dem Gegner kann man, glaube ich, eigentlich sogar was anfangen. Ja, wir würden damit, glaube ich, gewinnen. Lol, durch den Sparky Rückstoß. Hat er neuen Fokus gesetzt. Geile Pfeile. Alter, unbesiegbar in dieser Challenge. Ich mach Jagd auf Niklas. Was war seine letzte Karte? Ja, der Rage, der Gegner. Ja, was sag ich dir? Ich sag dir jetzt, was seine letzte Karte war, und ich sag dir auch, wie viele Trophäen der Gute hat. Seine letzte Karte war Spiegel, Magier, Pfeile Magier, Sepp. Magier war's. Und er ist gerade bei 2450 entspannten Trophäen. Aber klar, Trophäen. Der Magier muss es natürlich sein. Alle, weißt du, diese Decks, da ist immer noch der Magier drin. Neues Deck in 3, 2, 1, go! Ich komme auf die Decks gar nicht. Ich kann nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Es ist einfach so abgefuckt. Das muss ich mir erstmal wirklich eine halbe Stunde reinziehen, um zu überlegen, ob das funktionieren kann oder nicht. Warte, Bowler? Warum spammen jetzt alle Bowler? Warte. Ja, was ist das im Chat? Bowler, weil der früher anders gekostet hat. Ach so, ich dachte gerade, ich gehe ins Game und auf einmal lese ich Bowler. Nein, ich habe Bowler vergessen. Ich bin alle, die spammen die Karten, die Freeze hat mehr gekostet. Pekka hat mal 8 gekostet. Bowler 6, Pekka 8. Pekka hat nicht 8 gekostet, oder? Alter, ist das. Schreiben aber echt viele. Doch, Pekka hat mal mehr gekostet. Ich glaube, der hat mal mehr gekostet. Ja, ja. Der hat aber auch krassere Stats noch. Der da? Krass, Alter, what the fuck. Ja, da ist der Pekka. Guten Tag. Pekka gegen Pekka. Du hast aber auch noch einen Inferno-Turm. Und einen Prinzen. Und einen Sparky. Also, der Single-Target-Damage, der ist krank. Kann er den One-Shotten? Oh Gott, der hat noch einen Elektromagier. Oh, what? Royal Ghost? So einer ist das? Das heißt, der Gegner ist gut. Oh, der war richtig... Ah, schade. Nein. Das wäre geil gewesen. Nein. Hätte geil jetzt sein können. Hast du den Elektromagier so komisch hingezogen, dass der... Na, das ist verloren. Oder? Alter, Niklas, du hast auch mal richtig schön gesackt. Ja, das ist geil. Das ist richtig nice. Beide Türme mit einem Schuss down. Das ist auch mal schön zu sehen, weißt du? Das ist sehr schön zu sehen, ja. Ja, noch Mega Minion räumt das ab. Schön irgendwie. Niklas, alles klar? Aber der, schaut mal, der Prinz hat ordentlich Damage bekommen, das ist meine Hoffnung. immer positiv sehen, okay. Ah, der hat ja, aber wenn du halt, aber dadurch, dass er den Royal Ghost schon vorm Release hat, heißt das, er hat in der Challenge 12 Siege geschafft. Und das heißt, er ist ein Tryhard. Oder nicht? Ja. Ja, heißt es eigentlich, ja. Also er ist kein Noob mit Magier Level 5. Ja, stimmt leider. Ja. Wie ungern er es zugibt. Ja, schön. Ja, also wenn Prinz du halt den Turm bekommst, Bektor, Alter. Dann kannst du es auch verteidigen. Jetzt ist der Gegner aber in Schissstimmung. Ich bin raus. Ich kann es nicht fassen. Niklas wird das zu 100% verteidigt kriegen. Alles. Er hat Tornado-Rakete. Nein, ich krieg da nicht. Guck, das war gut. Das ist ein Eisgeist. Tornado-Rakete, der kriegt alles verteidigt. Wie krieg ich denn hier bitte die Sachen verteidigt, Justus? Die Sachen. Was erzählst du denn hier? Oh, Royal Go. Oh, der Sepp! Ja, kriegst du doch verteidigt. Alles gut, er hat nur einen Sepp und einen Miner. Das reicht bestimmt nicht. Der Royal Ghost ist witzig gegen den Sparky. Wird sichtbar, ist down. Schön, Aua. Das ist auch gut. Okay, vielleicht der verlierst Sparky du doch. Der Sparky ist dran. Ich würde übrigens auch Angst haben Pekka. Vor dem Mega-Minion.
Ah, meiner richtig predicted. Ja, das Mega Min. Ich brauch da gar nichts mehr. Der Packer ist tot, sagst du? Der Prinz ist ja der Packer oder der Prinz? Ah, das war sogar gut. Ja, der Packer. Mhm. Ja. Ja. Noch ein Hit auf. Sagen wir, es war okay. Elektromagier auch down? Oh, ich sag, Alter, du bist. Tryhard ist aber du auch. Du Tryhard ist so, Alter. Jetzt hör mal auf zu schwitzen, komm. Oh, der Royal Ghost könnte eventuell komm. An den. Ne, ist nicht am Turm. Was macht das? Was ist das für ein Skelett? Was? Läuft einfach nach links, super. Der Prinz muss ja auch nach links laufen, oder? Ne, der läuft nicht nach links. Alter, der Packer 3-Crowned dich, ne? Der kriegt 3 Hits raus. Quatsch. Nix 3-Crowned nicht. Meine Fresse, war das falsch predicted. Elektromagier down. Alter, Junge. Lol. Junge, der offensive Inferno-Turm. Nein. Oh mein Gott, der Sepp. Was hat der Sepp denn bitte? Oh mein Gott, das war so geil gespielt von dir. Und ein Sepp hat einfach alles gekillt. Aber er hat auch einfach Eisgeist, Sepp und Elektromagier. Alter, jetzt. Das ist ja hier Schwitzen auf einem neuen Level, Mann. Junge. Ja, das ist trotzdem einfach vorbei, das Game. Er muss nur noch meiner. Ja, klar, er muss Poison. Nur meiner Poison machen. Oh, der Royal Ghost. Greift er den Prinzen an? Er hat gesappt, Sepp ist raus. Jetzt wird er greedy. Gierig wird der Junge. Gute Skelette, Prinz kriegt noch einen Charge. Meiner One-Shot. Turm steht noch. Alter, sehen wir hier. Oh, Eisgeist gefailed. Sehen wir hier das größte Comeback des Universums. Oh mein Gott, der Tornado. Alter, Niklas, wie spielst du denn da? Nein. Oh, wieder der Sepp. Er fällt den Sepp. Oh, Alter, Niklas, what the fuck, du spielst ultra heftig. Holy shit. Ja, jetzt hat er mich. Ich kann es nicht fassen. Meine Fresse, schade. Heftig. Also Leute, ihr wisst, warum Niklas in dieser Challenge so krass ist. Der hat einfach Overall-Skill, das ist nicht normal. Heftig. Geiles Game, auch wenn du jetzt verloren hast. Das muss ich wirklich sagen. Das muss ich sagen. Er hatte halt, ich habe jetzt halt 3 Tryhard-Decks am Stück bekommen. Ja. Dann muss man halt auch mal verlieren. Das stimmt. Dann, nächstes Game. Ja, ich könnte jetzt wieder rausfliegen bei 2-2. Ich finde es richtig gut. Ich stehe 4-1. 4-1. Ja, ich würde sagen 4-1. Und Marc steht 3-0. 3-0. Junge, ich bin unbesiegbar. Klar, naja. Ich fahre mir manchmal unentschieden ein, wenn sich Gegner da weglackt. Aber besiegen, das kann man mich nicht. Nee, das ist echt. Ja, ich verstehe das nicht. Max führt immer irgendwie. Keine Ahnung, warum, woher. Heisenberg, das ist irgendein guter Deutscher, glaube ich. Hoffentlich nicht, ey. Hoffentlich es gibt hoffentlich in dem Game ungefähr. Ja. Vielleicht sagen wir 10.000 Leute, die Heisenberg heißen. Das war total dumm, Flobby. Wer ist Heisenberg? Das ist ein guter Spieler. Nein, woher kennt man den? Aus irgendeinem. Kennt man den irgendwoher? Keine Ahnung. Das ist ein X-Predict. Das ist ja ein bekannter Name. Es ist ein extrem bekannter Kaiser Name. Aus dem Max, soll ich mal was sagen? Justus hat Rocket, Packer, Prinz gegen X-Bo. Alter. Flobby, Junge, du warst doch eigentlich schon raus. Ja, ich verliere das Game zu 100%. Was soll ich denn jetzt machen hier? Das ist Matthäus? Warum ist man alle Matthäus? Ach so, Physiker. Okay, gut. Was soll ich denn machen jetzt? Ich kann nicht spielen. Ich warte einfach. Ich hab Klon. Ich hab Klon, Tornado. Ich warte einfach. Klon einfach deinen King Tower. Startet doch einfach. Zack. Ach so. Was? Junge, du brauchst die Rakete gegen den X-Bogen, ne? Nein, brauche ich nicht. Oh mein Gott, wenn das. Er hat einen Eisgeist. Mayday. Nee, Skelett. Ja, er hat gesagt. Oh mein Gott. Ich wusste, dass das passiert. Beim zweiten Mal kommt dann jetzt gleich die Rakete auf den X-Bogen. Junge, das ist unglaublich. Das ist so krank. Wenn ich jedes Mal einen Euro dafür bekommen würde, wenn dein Gegner suckt in dieser Challenge-Flobby, ne? Das wäre ja meine Haupteinnahmequelle, Mann. Ich sag's dir. Ja, das war nur das für Skelette, Mann. Alter, was spielt der denn? Der spielt so defensiv, Alter. Ich kann gar nicht gewinnen, weil irgendwann werde ich eine Rakete wieder raufhauen und dann wird er einen X-Bogen bringen und ich werde fällen. Darker Eisquest. Was macht der denn? Ich will unbedingt den Sparky down kriegen. Oh, wehe. Schön. Er hat Skelette, Eisgolem, Eisgeist, Tesla. Alter, der hat so ein defensives Deck, das ist unglaublich. Ja, es ist fantastisch. Und jetzt wieder ein Eisgeist. Gleich kommt wieder ein Skelette. Komm, Skelette nochmal? Bisschen Skelette? Vielleicht ein paar? Nee. Scheiß Tesla. Ne, irgendwie sackt der doch dann irgendwie, ne? Hm? Ja, okay. Das wird zu 100% unentschieden. Ne. So nicht. Du wirst den sowas von mit dem Sparky überrumpeln.
Du wirst ihn so knacken, das ahnst du gar nicht. So, Rakete. Also ich verstehe nicht, wieso der das so komisch spielt. Also kann er dich eigentlich auch fragen. Wer spielt Packer, Prinz, Sparky, Inferno, Turm, Rakete? Junge, ihr zeigt jetzt hier nur noch Zauber. Alter, was noch ein Hit rausbekommen? Fast noch ein Hit. Oh, ist das schön. Ist das schön. Alter, das ist so ekelhaft. Ja, es ist. Ich würde so ragen, wenn ich jetzt gegen ihn spielen würde. Aber wenn Flobby das Ganze macht. Ein Traum. Der Packer stirbt einfach weg. Der baut dich dazu, Flobby. Du hast verloren. Ja, da kommt die Notfallrakete. Vor allem treffe ich nicht mehr die Bogenschützen. Ja, ich weiß. Dafür bist du ja hier. Ja, irgendwann holt er dich. Irgendwann holt er dich. Hab ich ja gesagt. Hast du gesagt unentschieden? Das ist kein gutes Matchup für dich. Oh nein, ich hab den Inferno-Turm. Das hast du. Das hast Very du. Very pro. So. Schön. Ja, ich hab verloren. Der ich hab verloren. Ist dran. Alter, Flobby! Ich wusste, dass ich verliere. Schöne Raketen rüber recycelt. Das ist auch gut. Guter du Clou. Hättest den rocketen müssen, das wäre die einzige Chance. Du hättest ihn dauerhaft rocketen müssen, dass er keinen X-Bogen rausbekommt. Hab ich ja, aber der hätte den nächsten wieder. Du hast die ganze Zeit X-Bogen auf den Turm gehauen. Rockets auf den Turm gehauen. Alter, Flobby! Ja, letztes Mal standst du hier 13-0. Wie stehst du jetzt? Ich sagte, das war der Heisenberg. Ich sagte das. Ja. Nee. Wie stehst du? 600 Pokale. Ich stehe 0-0 tatsächlich. Du musst das also aussprechen. Bei mir steht 0-0. 2 zu 3, ja. Nice. 2 zu 3 raus. Oh. Krass, Alter. Scheiße. Ich glaube, ich habe noch nie als Erster verloren. Ja, wie findest du das? Das ist, Du kannst ja doch richtig schön reinziehen, wie ich und Niklas hier beide die 12 Siege schaffen. Ja, wahrscheinlich. Ich bin ja ungeschlagen. Ich muss ja auch noch mit dem Deck spielen, ne? Oh, Scheiße, bevor ich mich hier so weit aus dem Fenster lehne. Ja, viel Spaß. Muss ich hier erstmal abliefern. Bisher ungeschlagen. Ich hoffe, du kriegst denselben Typen. Entschieden. Das könntest du sogar kriegen. Ich hoffe, du kriegst denselben Typen. Bin schon in-game, ist er nicht. Ist er nicht. Wieso magst du 3 Games? Ich habe 4 Games und einmal hat sich der Gegner als unentschieden gelackt. Der hatte 150 HP. Wurmt mich jetzt noch. Ja, fuck. Alava-Hund? Was für ein Scheiß. Hä? Du hast einen Inferno-Turm, ein Tornado, aber alles andere ist, na gut, noch eine Rakete, ein Klon. Hast Probleme, würde ich sagen. Kannst den Inferno-Turm klonen. Ja, eine Rakete rettet dich halt noch, ne? Oh mein Gott, du spielst komplett Luft, du hast verloren. Ein richtig schönes Lava-Loon-Deck. Alter, mit Guards. Hi. Richtig. Liege Scheiße. Gefällt mir doch. Du hast so ein richtig schönes Lava-Loon-Deck. Oh mein Gott, das kann man nicht gewinnen, glaube ich, oder? Kann man das irgendwie gewinnen? Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht. Also dafür habe ich mich hier nicht angemeldet. Mich hier angemeldet? Useless ist denn? Alle Karten sind useless. Ich check's gerade. Alle Karten sind scheiße. Alle Karten sind scheiße. Ja. Vor allem brauchst du ganz dringend einen Tornado. Alter, das war aber knapp. Huiuiui, Max. Huiuiui. Alter, der Prinz kann nicht überleben. Der Packer kann nicht überleben. Der Sparky kann nicht überleben. Ja. Guckt euch an, was ich hier spielen muss. Guckt euch diese Scheiße an. Ich muss einen Prinzen in Guards spielen. Kann mich irgendjemand erlösen, bitte? Zitat Max, ich bin unbesiegbar. Du musst, Max, ich weiß nicht, aber du musst einfach, wenn er in Lava und spielt, musst du einfach all-in gehen. An der Brücke mit Packer Prinz. Mach ich jetzt auch. Das ist die einzige Sache, die du machen kannst. Ja, auf der anderen Seite. Ja, wobei jetzt. Nein, setz gleiche Inferno, Seite. Inferno gegen Ballon. Inferno gegen Ballon. Mhm. Warum helfe ich dir? Was mache ich? Ja, ich fühle mit. Oh, es gefällt, das ist geil. Das ist geil. Das tut echt so weh, Alter. Dieses Matchup ist echt. Ja, Niklas, mir hast du nicht geholfen. Danke. Ja, okay. Mir ist nicht zu helfen, ne? Ja. What? Was für ein scheiß Timing! Unglücklich. Und er macht noch Thumbs up. Oh, ist das ein Arsch. Das ist wirklich einfach ein Arsch.
Ey, das ist echt richtig ekelhaft, Max. Alter, ich krieg ganz... Ich hab Schmerzen in der Brust, ganz doll. Ich glaube, ich hab einen Herzinfarkt. Fuck. Ja, glaube ich auch. Du hast einen Herzinfarkt. Anders kann ich mir den Scheiß hier nicht erklären. Jetzt zeigelt er auch noch Zauber durch. Und ich krieg diesen Baby-Dragon aus der Luft da nicht weg. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du mal irgendwie ohnmächtig wirst im Stream? Derbe hoch, Alter. Ich meine, bei diesen Challenges und so weiter, da kann das auch irgendwann mal passieren, oder? Ja, hast klar. Hast du dich davor gesichert oder so? Dass irgendein Zuschauer deine Adresse weiß? Nee. Ist der... Nee? Okay. Alles... All in. No risk, no fun. Anrufen. Auf geht's. Bei der Polizei anrufen, ja, hilft mal Trimax. Der ist irgendwie am Abkratzen. Alter, wenn du das gewinnst. Lol, der Turm ist ja voll low, hab ich gar nicht gesehen. Du bist voll low, du bist raus. Du musst jetzt einfach Packer irgendwie jetzt an die Bridge spielen und irgendwie hoffen, dass da irgendwas passiert, aber... Es sieht nicht ganz so gut aus, wenn ich das sagen darf. Tornado? Ja. Was? Wo wirft er denn den Feuerball drauf? Wenn er jetzt einen guten Tornado spielst? Alter. Nein. Lava-Pump, geh down. Oh. Jawohl. Oh, Max. Alter, dieses Match. Warte kurz, der bleibt stehen. Alter. Aua, Max, aua. Wie fühlst du dich so? Ich fühle mich noch sehr gut. Ganz solide mit einer Niederlage. Alter, ich bin gerade zu am Boden zerstört, dieses Matchup, ne? Warte, hat Max jetzt eine Niederlage? Max, ich habe 3-1. Jetzt weißt du auch, wie man sich fühlt, wenn man nur gegen Luft spielt. Wie ging es mir denn, als ich mit Royal Giant... Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe mich so angestrengt und hatte keine Chance. Ich habe, glaube ich, gegen ihr so fast genau dasselbe Deck gespielt. Im ersten Match. Okay, nächstes Deck, Alter. Nächstes Deck. Flobby ist raus, nur noch Niklas. Niklas, du stehst? Ich stehe 4-1. Ich stehe 3-1. Okay, Niklas wird echt schwierig. Okay, krieg aber hin. Neues Deck in 3, 2, 1, go. Lol. Oh. Oh. Ist gut. Darf ich auch mitspielen? Nee. Du hast schon bereits reingeschissen. Du bist raus. Schade. Oh Mann, jetzt kommt so ein geiles Deck. Das spiel ich aus Spaß, Alter. Junge, das ist doch richtig geil. Du hast Lava-Hund, Dragon, Minion-Horde, Wut. Warum einfach... seht ihr das Deck alle schon? Was hast du für eine Leitung, Niklas? Okay, jetzt sehe ich. Ich hab 9 Sekunden. Okay, Minion-Horde. Ich habe, glaube ich, 9 Sekunden verzögert oder so zu Max. Ja, ich habe, glaube ich, eine Minute. Manche haben nur 5 Sekunden mit geilem Internet. Oder sogar für manche. Eine Minute. Das ist eine Minute, das ist gut. Eine Minute ist so, das ist solide. Das ist immer auf dem neuesten Stand. Stabile Leitung. Ja. Okay, wir haben aber immerhin Zap und eine Minion-Horde. Mhm. Und ein Baby-Drache. Das ist ein gutes Deck. Guck mal, Lava-Hund, Baby-Dragon, Minion-Horde, Rage. Ah. Einmal wird zugeschlagen, alles ist gut. So, go. Hau rein. Ich muss jetzt hier nochmal alles ganz genau durchgucken. Warum schreiben die 21:30 Ausrufezeichen in den Chat? Oder einer? Irgendwas um 21:30? Ich wollte um 21:30 aufhören. Tja, wird wohl nix. Ihr müsst noch schmachen. Müssen wir noch ein bisschen. Mal gucken, okay. Ja, go. So, wie viel kostet das Deck bei dir? Kostet es auch 4,4? Yep. Hau okay, rein. Perfekt. Ja, wenn ihr jetzt mal verliert, dann ist ja auch vorbei. Ich hab's geschafft vor 21:30. Super. Also ich hab mich an den Zeitplan gehalten. Super, super. Vor allem auch am Anfang habe ich mich an den Zeitplan gehalten. Als wir angefangen haben. Da war ich rechtzeitig da, ne? Natürlich, wie immer. Failed er die. Alter, Sepp, Musketier, Minion Horde, Baby Dragon, Lava Hund, damit kann man arbeiten, oder? Ja, gefällt mir. Wieder der Magier, Alter, das ist schon die Karte, wenn ich die sehe, weiß ich schon, der Gegner weiß, checkt das Game nicht, der denkt sich, boah. Das ist wirklich diese Arena 1 bis 8 Karte, die spielt jeder in dieser Meta. Ja, wo die denken, die ist geil, weil die Karte eine Skeleton Army oder so killen kann. Ja, spielen halt alle Lakaien Horde und Skeleton Army. Das ist der mega, okay, mega Sparky Magier. Überleben. Alter, was ein Baby Dragon, Junge! Die wollten ja mal einen Mega-Packer rausbringen, Alter, ich hätte mich mal gewundert, was der... Kompetenzmitte spendet 80 Euro. 10er für jeden und 50 für den Gewinner. Sorry, Flobby. Ey, hätte der das früher geschrieben? Ich schwöre. Hättest du besser gespielt, ne? Alter, vielen Dank für die 10 Euro. Oh, ich hab Lex. Die Mini heute wenig. Max, Glückwunsch für die 50 Euro noch. Oh, danke. So, Niklas. Ich bin disconnected. Flobby 10. Du, da habe ich keine Karten das drin. Das ist jetzt der Gewinner, ganz blöd. Ich sag mal so, ne? Der Gewinner kriegt 50 Euro. Ah, da bin ich wieder. Okay, ich bin wieder da. Ah, schade. Kannst du dich in den Push vom Gegner disconnecten? Was habt ihr hier für Lex, Mann?
Der Internet ist halt einfach gut. Genau wie deine Leitung. Was sind das gerade für Lags? Hallo? 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 Ich kann dich nicht mehr hören, Niklas. Du hast ein Disconnect, du hast kein Internet mehr. Wir hören dich nicht mehr. Richtig realistisch. Niklas, kannst du uns hören? Logisch. Ich dich aber nicht. Unglücklich. Ach, das Scheiße. Ist natürlich ärgerlich, dass du jetzt so Lags hast. Das geht halt um 50 Euro, aber kann man jetzt machen. Ne, frag mal Flobby. Hm. Frag mal Flobby. Hm. Da ging es nicht um 50. Da ging es um, weißt du, 6.000. Kommt natürlich, wenn ich raus bin. Weißt du, der dachte sich richtig so, nee, Flobby kriegt diese Spende nicht. Warte erst mal, bis er raus ist. Bis er raus ist. Ja. Alter, gleich sind die 1.000 voll. Oh mein Gott. Eieieiei. Schön. Das Problem ist, er kann mich kaum härter countern. Guck dir das mal an. Packer, 3 Musketiere, Magier. Der Typ ist einfach wieder selten beschränkt, aber es ist gut gegen dich. Oh mein Gott. Er spielt halt so alternativ. Ich will mal nicht sagen, dass die schlecht spielen, aber... Oh, Sparky überlebt. Oh! Ja, er hat einen Sepp. Was ist denn deine letzte Karte? Meine? Hm? Der Sepp? Oh mein Gott, der Sepp hat alles getroffen. Nein. Und der Sparky lebt immer noch, jahrelang. Deine letzte Karte. Ey, lass doch mal den Dings überlegen. Meine? Rage. Rage? Ja, mit Rage hättest du schon lange gewonnen. Oh, du hast gar nicht. Jetzt erstmal irgendwie den Push verteidigt bekommen, weil der sieht ganz schön gefährlich aus. Oh, der Rambo connected, übel. Das ist Damage, was du da dir einfängst. Hast gewonnen, good game. Mach gut drauf und du hast gewonnen. Ja, das aber der eine Lakai, der eine Lakai. Jetzt ein Wut. Mach doch mal einen Wut. Danke. Oh, Flobby hier, wie aggressiv, weil er raus ist. Der hat richtig Frust. Oh, mach einen Wut, Alter, ich bin raus. Ja, okay, hast du gewonnen. Ja gut, ich denke mal, so 22 Uhr wird auch nichts, ne, wenn du so weitermachst. Ihr gewinnt halt wieder alles. Ja, kann ich auch jetzt machen. Nächstes. Ich wechsle mal kurz das Gerät für den Teams. Das ist gerade echt nicht lustig. Okay, sonst schließt den Stream, das zieht am meisten Internet. Ja, aber das ist ja auf einem anderen Gerät, der Stream. Und ja, ist egal, ist doch dein Internet. Ja, ich schließe den Stream mal. Mal gucken. Ja. Ich kann dir das Deck auch dick. Ja. So, ja, dann bin ich, wenn du es mir diktierst, sehe ich es wahrscheinlich schneller, als wenn du es mir nicht diktierst. Ja, okay, mich diktiere das einfach. Kann ich mal was setzen? Das ist schon wieder so ein richtiger Tryhard, Mann. Der gibt. Oh Mann, ey, setz doch was. Das ist ein brasilianischer Bruno. Os Guerreros. Was mache ich jetzt? Oh, was eine Kacke. Bitte setz irgendwas. Ich frage mich halt, ob Doppel-X hier für dich gut ist. Ich weiß auch nicht, oder? Nein. Sparky, Bowler, Minion, Horde, Baby Dragon, Lava und ja, ist doch gut für mich. Hast du einen Lava und auf der Hand? Nee, hast du nicht. Nee, aber ein Sparky und ein Bowler. Ich habe eigentlich, wenn er was setzt, eine gute Antwort drauf. Ich kann auch einen Sepp cyclen, aber das ist auch abgefuckt. Oh, Alter. Ich muss jetzt einen Bowler setzen. Fuck. So ein Schwitzer. Eine klassische Challenge. Wie kann man eine Minute nicht setzen? Also ohne Witz jetzt mal. Ich fühle mit dir. Niklas, bist du noch da? Er schreibt wow. Ja. Ist gut. Ich bin gerade ein bisschen überzeugt von Max Gegner. Thanks, schreibt er. Geil. Alter, Flobby, wie fühlst du dich? Du bist raus. Flobby ist raus und das sind meine Gegner. Ja, jetzt kann sich Niklas ärgern. Der lässt sich rausdroppen. Guck mal, ich wäre jetzt an deiner Stelle ja dran gewesen. Eigentlich hätte ich den Gegner jetzt bekommen. Ja, du bist aber raus. Schön. Schön. Ja, verdienter Sieg. Ja, sehr schön, ja. Krass, war ungefähr gleich schwer unsere Games. 4-1 stehe ich, du bist 5-1. Ja, absolut gleich schwer, ja. Nächstes Deck in 3, 2, 1, go. Lol, das ist geil. Das ist geil. Das buche ich. Das nehme ich mit. Das? Das nehme ich mit. Das Deck besteht aus Rambok, Ofen, Mega Minion. Jo, mit der Ruhe immer. Ne? Du sagst, gut Rambok, diktierst Ofen, du einfach. Du schreist Prinz, einfach alle 8 Karten. Graveyard und Barbarenhütte. Danke, tschüss. Ich glaube, ich habe mir sogar alles gemerkt. So. Was, Alter? Was ist das? Ja, wenn du das jetzt schaffst, dann kriegst du 200.000 Euro. Oh, das will ich nicht so laut sagen. Oh.
Warte mal. Den Prinzen nicht finden. Muss ich hier nochmal kurz gucken. Ja, ja, mag schön vorsagen hier. Ich finde den Prinzen nicht und den Friedhof finde ich auch nicht. Ja, sag noch ein paar mehr Karten, damit Niklas dann noch alle hat. Wo ist denn die Barbaren? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Deck schon zusammen. Vor Echt? Mir, Alter, obwohl ich es hier sehe? Dann sag mal. Ofen, dann sag mal. Ofen, Mega Minion, Rambok, Sparky, Eismagier, Graveyard, Barbarenhütte, Prinz. Alter, du bist echt richtig. Du hast das Deck vor mir zusammengebaut, obwohl ich die ganze Zeit hier offen habe, weil ich eine halbe Stunde den Prinz nicht gefunden habe. Ja gut, dann hau rein. Ich muss mir noch kurz die Interaktion angucken. Sieht nämlich nicht allzu berauschend an, aber egal, auf geht's. Schön. Ist echt geil, dass du vor mir bist. So, ja. Zwei Spawner sind drin und ein Rambok. Das ist im Late Game schon mal so vertretbar. Ja. Okay. Strengt sich an. Ja, wenn das 3,1er meiner Poison Deck ist, dann kotze ich so ab, ne? Habe ich gar nichts zu melden. Das wäre geil, wenn er einfach Obwohl, dauerhaft Poison cycelt. Weißt du, wie das aussieht? Nach Pekka meiner Poison. Das ist auch ja, richtig gut für mich. Ja, das sieht auch richtig gut für mich. Ja, das ist ja der totale Counter. Du hast den Counter. Ja, genau. Der wird dir die Poison-Spells durchcyceln, der wird dir Hören und Sehen vergehen. Das weiß ich. Ich würde auch sagen, du hast den Hard-Counter. Easy. Oh, die Fledermäuse sind da noch ganz aktiv. Oh, dann noch die Minions, schöner Prinz. Ja, wenn jetzt ein Packer kommt, dann. Oh, der Sepp hat aber den Sepp hat er verkackt. Ja, hätte der Sepp auch den Sparky vorgespielt und über den hätte den Sparky gekillt, dann wäre es. Geht noch nicht raus? What? Der lebt noch! Ey, wenn der noch nicht. Wenn der noch nicht am Turm rausbekommt, das wäre lächerlich. Alter, okay. Alter, krank, der hat den Packer gekillt mit 3 Shots. Eigentlich ein bisschen krass, oder? Ja, doch, stimmt. Ja. Alter, du hast echt so einen Hardcounter, unglaublich. Oh, da wird so ein Miner mit einem Poison-Spell ankommen. Oh, oder sowas, auch geil, auch nice. Ja, schön. Bei dir auch übrigens ein geiler Clan-Name, Niklas. Die Fire Spirits ab. Ich weiß. Very Pro. Lol. Die 1000 sind genau voll. Lol, Kompetenz Mitte spendet 11,96 €. Übernimmt die Weisungskosten und schreibt 1000. Vielen Dank dafür. Ja, ich hab das ist noch von gestern. Ich hab's nicht aktualisiert. Wie geil das jetzt aussieht. Aber vielen, vielen Dank. Sehr geile Sache. Ey, wehe, jemand spendet heute noch. Wehe. Das sieht wirklich richtig geil aus. Von den 1000 waren ja 250 oder so für dich und 200 für Bochum, ne? Ja, das war saukrank, Alter. Ja, das war heftig. Aber auch verdient, sehr geil. Gut. Niklas kämpft hier um sein Leben, ey, irgendwie. Das war ein ganz beschissener Miner. Ich kann auf die andere Seite setzen. Der Miner war der Preis. Boah, schon wieder Minions. Wie schnell cycelt denn der? Oh nein. Ja, jetzt kriegst du noch Schaden. Das ist halt die Frage, ne? Wird das der 4 Barbaren gegen den Packer und der Packer ist geslowed und er greift. Oh, die Fledermäuse tun so weh. Ja, aber da sind einige Truppen der Packers jetzt nicht mehr ready. Und ein Fire Spirit trifft dann noch ganz gut. Nee. Alter, du hast... Nee, Alter, nee. Oder? Ja, du hast gewonnen. Nee. Du hast gewonnen. Nee. Die scheiß Barbaren, Alter. Die Barbaren aus der Barbarenhütte aus dem Rambok. Überrennen ihn einfach. Heftig, okay. Sauber. Du bist aber auch so richtig am Tryharden. Du tryhardest und ich kriege hier die Free Wins. Nächstes Battle. Die Free Wins? Ich kriege die Free Wins und du tryhardest. Also der Gegner immer genau. AFK. Ja. So, er schreibt, wow, kann er machen. Einer schreibt eine 111,11 € Spende. Er ist ein Mega-Minion im Deck? Ja, ist ein Mega-Minion im Deck. Alter, wie du gerade Angst gekriegt hast. Nein, ich doch nicht. Ist ein Mega-Minion im Deck? Ist es? Ja, ist es. Alter, wer hat denn Golem und Skelette, Mann? Was ist das doch schon wieder richtig? Du hast einen Sparky, chill mal. Trotzdem, das ist Schiebung. Halt auch ein Mega-Minion.
Na gut, das ist halt belastend, weil er Lufttruppen hat. Der spielt einfach ein ganz normales Lightning-Deck von damals. Lightning? Never. Ja. Never doch, Lightning. Doch, Lightning. Ja doch. Komm schon, Turm. Was? Das Mega Man ist nicht in Turmreichweite? Das war einfach nicht in Turmreichweite. Sau low. Rambox. Ja, jetzt Skelett. Ja, jetzt Skelett zum Surrounden. Nee, der kann nicht surrounden. Der hittet den Turm. Oh, der hittet den Turm! Lol. Was ist das so? Wie die Gegner das jedes Mal verkacken. Jedes Mal. Der dieser geil, komische, ne? Sparky den Turm. Ich treffe immer den Turm. Geil. Ey, das ist bei Max jetzt schon 5-mal passiert oder so, ne? Ich glaube auch. Ja, wirklich genau das Luck ist die Aktion. Ist, wenn Skill zur Gewohnheit wird. Nee, falsch rum. Was? Aber auch ein guter Spruch, Alter. Luck ist, wenn Skill zur Gewohnheit. Ja, stimmt. Nein, das ist falsch, Flobby. Ja, ja, es macht keinen Sinn, aber. Aber es klingt cool, ne? Ja. Es klingt cool. Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Dame. So ist auch der richtige Spruch, nicht Dame. Okay. Alter, die Big Spin Friedhöfe sind also hier wenn am Start. Wenn ich eins gelernt habe, dann ja wohl da. Ja, Lightning. Lightning fuckt schon ein bisschen rein, muss ich sagen. Aber gar kein Problem für uns. Schade, dass Big Spins Stimme nicht wieder am Start ist. Ja, ne? Die werde ich vermissen. Also, der hatte echt eine richtig komische Stimme. Deswegen ist dir bringt dieser ganze Barbaren-Spell bringt dir nichts, weil er einfach Mega Minion Baby Dragon hat. Das ist schon sehr nervig, aber ich knack jetzt alles, guck. Knackst jetzt alles. Bam, bam, bam. Bruder, ist halt echt ein Zauber. Das Ding ist, dein Deck countert ihn halt schon ordentlich. Ja, ist mir egal. Ich will nur gewinnen. Ja, das ist aber auch halt echt nicht schlecht gespielt, ne? Der Turm ist, glaube ich, down. Da ist so viel Truppen, das kann ich verteidigen. Unmöglich, wenn er das verteidigt. Da sind Barbaren dran. Ja, komm, fahr nach Hause. Fahr einfach nach Hause. Ja, es war sogar gut gespielt und ich hätte das verloren. Natürlich. Das war stark gespielt. Alter, ja. Der fuckt sich doch komplett ab jetzt gerade, oder nicht? Aber du hast echt gut gespielt, Max. Ja, das ist mir... Nee, ich habe eigentlich nur Hütten aufgestellt, ne? Ich glaube, jetzt hat man halt auch getimt. Pumpe letzte Karte oder so, aber trotzdem. 3, 2, 1, go. Oh, ist er wieder... User joined your channel. Hat er nicht gesagt. Ja, hallo. Hat er nicht gesagt. Das Deck ist irgendwie ein bisschen crazy. Was habt ihr für ein Deck? Ja, guck's dir an, Alter. Oh. Ich weiß, ist es gut? Bombenturm, Minenwerfer, Tesla, Pumpe. Das ist so gut, alter Schwede. Junge, du pusht jetzt hier jedes Deck. Nee, Minenwerfer? Das war wirklich jetzt mal ironisch, Max. Das Deck ist wirklich richtig, richtig scheiße. Also ihr habt wirklich nichts gegen Luft außer ein Tesla. Doch, das Deck, mit dem kann man was anfangen. Ah, Mann, ja. Wieso kommen hier so viele Siege-Decks, wenn ich hier gegen die Siege-Legende spiele? Das... Niklas, spiel mal schön gegen Lavaloon, bitte. Oh ja, das wäre so geil. Ich kenne 4 Karten, die anderen musst du mir noch ansagen. Pump, ich kenn die du, vier musst Gebäude. Jetzt, du musst jetzt merken, du musst wieder zusammenstellen. Sparky-Pumpe, Holzfäller-Prinz, Tesla, Minenwerfer, Bombenturm, Elite-Born. Was ist das hier für ein Gedächtnistraining? Ich hab alles, okay, oh Gott. Deck war vor 3 Jahren Meter. Ja, das Game ist. Hast du, Niklas? Spiel's noch nicht mal 3 Jahre. Ich probier's gerade. Ich glaube, ich hab's. 5 bis 6 Prinz, jemand. Lumberjack, Sparky, Elite-Verbahn, Pumpe, Bombenturm, Tesla, ja, Minenwerfer. Ja, richtig. Los. Auf geht's. Oh, das ist interessant. Da schreibt jemand, ich soll Trimax snipen. Das ist eine gute Idee. Geht ja, aber nicht, könntest du machen, aber du schaffst noch nicht mal mit einem normalen Deck 5 Siege in der klassischen Challenge. Oh, das ist wieder ein Scheuer, das ist ganz geil. Nee, das war irgendwie scheiße. Naja, oder? Der Tesla läuft aus, der Ofen steht, die Pumpe hat ein bisschen Schaden kassiert. Na, ist kein Beinbruch, sag ich mal, ne? Ja. Nö, geht klar. Gesplitteten Elite überbauen, die gehen immer rein. Das Ding ist, ich weiß nicht, was mit dem Mega Minion machen. Okay. Alter, ist natürlich klar, dass du gegen den Schweinereiter spielst, wenn du 8 defensive Gebäude hast. Ja, starker Kite, starker Kill. Yo, wie lange hatten, wie, was für eine Range war das denn bitte vom Mega Minion? Kann das bitte mal die Hexe ausmachen hier? Mir hat ganz gut gefallen.
Ja, oh mein Gott, du hast so verloren. Nein. Ich habe nichts gegen Minenwerfer, ne? Gegen Koboldfass. Und Megaminion auch nicht. Bombenturm. Oh, jetzt habe ich schon wieder Tipps gegeben. Bombenturm hilft ja, glaube ich, auch nicht. Halt wieder. Nick hat echt kurz überlegt. Ja. Und dann kommt Max jetzt den so ernüchternden Ergebnis. Lass mal meine Pumpe. Ah, okay. Max hat so richtig gedacht, ja, jetzt habe ich mich verraten und dann. Bomben, ja genau, spiel einfach den Bombenturm hinter deinen Turm. Gegen das Koboldfass. Boah, scheiße. Der Bombenturm macht echt Damage, Alter. Zack. Lol, Alter, der ist clever. Das war richtig clever. Das war gut. Ja. Lol, was war mit dem Turm? Habt ihr es gesehen, was die Prinzessin auf dem Turm gemacht hat? Die Prinzessin, ja. Ja? Ich hab's nicht gesehen. Ja. Er hat noch gar keine Prinzessin gespielt. Das ist komisch. Ja, die Prinzessin auf dem Turm. Auf dem rechten Turm. Ach so, lol. Die hat richtig komisch gebackt. Wirklich. Ach, scheiße. Geht jetzt hier ab. Lol, der Liedhaber kriegt noch einen Hit raus. Alter, ist im Rage. Der ist im Rage. Nee. Alter, Junge. Ja, jetzt muss man 30 Sekunden verteidigen. Du hast 5 Gebäude, das schaffst du. Nee, ne? Alter, Mann. Ja. Hä, wie bist du jetzt da durchgekommen? Ja, indem ich halt einfach alle Truppen in einen Lane gesetzt habe. Alter, Junge, ich fass es nicht, Mann. Was für eine Scheiße. Womit gewinnt ihr denn hier die Spiele? Niklas ist da schon, das ist... Alter, ich weiß, was hab ich gerade gesagt? Was soll ich da gegen ihn gewinnen? Justus. War es noch ein Turm? Alter, Mann, was ist das, Alter? Alter, Flobby, du bist so raus bei 2 Siegen. So eine Demütigung. Mann. Ja, okay, Niklas ist schon... Ist ich glaub, ein würdiger Gegner. Ein würdiger Gegner. Ich glaube, wir wurden gerade 14 Cent gespendet oder so. Schreiben die im Chat. Trimix, bitte vergiss die 14 Cent Spende nicht. Mit Steuernabzug sind das dann so 10 Cent. Mit, keine Ahnung was, sind 5 Cent und dann, ja. Start. Der Typ von eben hat wahrscheinlich gerade 14 Cent für Flobby gespendet, weil er nichts hat. Ja. Nee, 3,14 Euro oder so und dann 14 Cent für mich. Nein. Als Trostpreis, ja. Alter, meine Starterhände, Alter. Aber auch dafür vielen Dank. Kill me. Was ist mit Big Spin? Der ist im Stimmbruch. Der hat Stimmbruch und das wissen ja viele, tut weh. Deswegen kann er heute nicht mitmachen. Aber Flobby, Matze spielt jetzt gegen Surge. Echt? Jetzt gerade? Ja. Krass. Vendetta gegen Gurschen. Aber ich gucke natürlich Max. Und oh Surge spielt dieses Golem-Deck, das ich gestern gespielt habe. Ja, Vendetta spielt meiner Poison. Das Deck ist krank, OP. Aber Vendetta spielt meiner Poison. Ja, ich bin der Dumme, geh aggressiv rein, Gegner finish mich. Super. Oh, das ist doch kacke. Guck mal, der spielt auch ein komplettes Meta-Deck. Falscher Fokus. Max. Ja, Turm ist down. Super. Aber du hattest erst eine Niederlage, oder? Oh mein Gott. Alter, ist auch wieder so typisch. Hatte ich das nicht letztes Mal schon? Ich hatte nur Elite-Barbaren und Holzfäller und er hatte einen Mega-Ritter. Oh Gott, das wird ja noch ganz schwierig. Jetzt noch all meine defensiven Gebäude useless. Ich habe ein Minenwerfer-Deck. Was soll ich jetzt damit? Ja, und ein Poison. Was ist los bei ihm? Was für eine Scheiße? Ja, und Inferno-Jing, ich hab nichts gegen Luft. Ist nicht in Turmreichweite. Alter, ich koche innerlich gerade. Du kochst? Okay. Ja. Sehr interessant. Der spielt sich nur noch defensiv runter. Ja. Das sind ja wohl 2 Niederlagen. Tja, Max. Ich
kann gerade leider nicht reden, weil ich das Spiel dazu gucke und Vendetta einfach gewinnt. Alter, die Fledermäuse. Natürlich, der muss noch in meiner Poison spielen. Die Fledermäuse, spielen. Oh mein Gott, Alter. Ich manchmal fuck die Challenge so ab. Matze choked. Nein, er hat gewonnen. Meiner Poison Alter, hat gewonnen. So ab einfach. Matze hat gewonnen gegen Surgical. Habe ich ihn im Freund? Naja, aber das ist Best of 3 dieses Mal, Justus. Vendetta hat gegen Surgical Goblin gewonnen? Ja, ist aber Best of 3. Wieso lassen die mich diese Turniere nicht casten? Das verstehe ich nicht. Ich würde es ja umsonst. Das hättest du casten können, aber das war jetzt so früh. Sicher? Haben schon 21, ich dachte, das bezahlt Nemos halt einfach aus seiner eigenen Tasche. Und ja, letztes Mal ja, aber er meinte, das nächste Mal könnte er wieder, kann ganz normal wieder streamen. Aber das Problem jetzt ist halt, dass das Turnier schon von fortgeschritten ist. Oder ist es gerade erst begonnen? Eigentlich wollen die um 21 Uhr anfangen. Ach so, jetzt, wenn mir das einen Tag vorher gesagt wird, kann ich das einrichten. Ja, ich weiß, habe ich auch erst heute. Das hat er halt alles heute spontan gemacht. Fuck, Alter, ich bin noch so abgefuckt von dem Game gerade. Okay, nächstes Deck. Hast du ihn denn in der Friendlist? Ich? Nee. Ach so. Okay. Neues Deck in 3, 2, 1, go. Beim nächsten Turnier, Max, sag ich dir direkt Bescheid, dann, also wenn er das früher anmeldet. Was ist das denn wieder für? Ja, das ist, glaube ich, das teuerste Deck, was wir hatten. Alter, ich bin gerade noch so getiltet von dem Game eben, ne? Merkt ihr das? Oh, Matze hat Search schon rausgehauen. Das war schon das zweite anscheinend, oder dritte. Oh, nice. Krass. Alter. Hast du das Deck? Lol. Oder muss ich dir sagen? Niklas. Ja, ich bräuchte das Deck noch. Inferno-Drache, Golem, Lava-Hund. Nice. Ofen, Minenwerfer. Alter. Baki? 5.1. Diesmal wird es nicht. Ich bin auch so verplant mit den Karten. Ich finde irgendwie eine Karte nicht. Lava-Hund, Golem, Inferno-Drache. Oh, ich finde die Lava-Hund. Ah, da ist er. Okay. Hab ich. Ofen, Minenwerfer. Was ist das denn? Okay. Musketier, Dark Prince. Ja. Kann schon was werden, oder? Kann schon was werden, oder? So, was hat er? Ofen und Minenwerfer. Ja. Wie steht er jetzt eigentlich beide? Ich stehe 7-1. 5-2. Oh, Max, das sieht aber ganz kritisch aus. Jetzt kämpfe ich hier ums Überleben. Das Deck kostet einfach 5,1, ja, Mann. 5,1. Hau ein Game rein. Wenn ich das noch drehe... Das ist so unwahrscheinlich, aber ich gebe mein Bestes. Was passiert, wenn ich das noch drehe? Was macht ihr dann zur Bestrafung? Dann hast du gewonnen. Nein, dann musst Flobby, dann musst du dich auf, Nee, das kannst du mit Chef machen. Schweineberg runterdroppen lassen. Nee, ganz sicherlich. Was? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne? Doch, das ist gut. Das ist gut, Alter. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 1000. Was bist du denn für ein Schisser, Justus? Alter, Justus, was für ein Schisser? Hashtag Schisser in den Chat. Ich bin viel zu faul zu pushen, Alter. Das würde ich niemals, da würde ich verrecken in der Arena, Alter. Ey, du bist so faul, ne? Das gibt's gar nicht. Du gehst hier jämmerlich unter und machst nicht mehr sowas? Noch nicht mal sowas. Nee. Das ist das Einzige, Schande. Wie du deine Ehre wiederherstellen könntest. Guck dir den Chat an. Alle Hashtag Schisser. Da ist er. Genau so. Ja. Niklas kann das ja mit dir machen. Niklas macht dir noch die 12 und ich verkack bei 7, 8 oder 9 Siegen. So. Niklas ist ja der Spieler. Wenn er sich so sicher ist, dass er das schafft, dann... Ich drop mich runter, wenn ich das verliere. Echt? Wenn du das verlierst, ab auf den Schweineberg mit dir. Niklas und Drop, okay, dann mach ich mit. Dann wenn ich das noch drehe, droppt ihr euch beide auf 3000 Trophäen mit euren Accounts. Mit Flobby und Niklas, ja. Eieiei. Dann hoffen die Zuschauer jetzt. Aber du stehst 7-1 und ich 5-2. Alter, Niklas, das heißt, ich muss schon. Ich schwöre, ne? Wenn du das nicht schaffst. Selbst wenn du jetzt alles verlierst und nicht alles gewinnst, ist es sogar schwer. Jetzt hat Niklas sogar Druck. Max, ey. Wie viel gibst du mir, wenn ich dich gewinnen lasse, dass er sich runterlaufen? So richtig Kollateralschaden, beide sind weg. Alter, das ist unfair. Das ist gerecht. Du müsstest dich eigentlich schon so runterdroppen lassen, Flobby, weil du einfach voll verkackt hast, Mann. Du bist bei 2 Siegen raus. Eigentlich schon, ja. Ja, danke. Und Niklas gewinnt wieder. Das ist aber auch zu... Also, wenn ich mein Game da gerade sehe... Klar, Niklas hat geil gespielt, immer mal wieder. Aber mein Game eben, wenn man so weggekontert wird, in Grund und Boden, Alter, trifft den Turm noch nicht mal. Guter Poison. Das könnte schwierig werden. Ja.
Alter, was macht Berin bitte, Alter? Der spielt diese Seppis Level 6 in einem Wettkampf und gewinnt gegen Henker. Lol. Mit aber Kohle. Level 6 geht nicht. Doch, Level 6. Dann spielt er gerade GC. Nein, Turnier. Level 6 Seppis. Wie Turnier? Ja, aber das ist doch ein Bracket, oder nicht? Ja. Die sind ja, aber selten. Die sind selten. Ja, aber seltene sind Level 7, Justus. Ja, er hat sich ja unterlevelt, das meine ich doch, das ist doch gerade der Punkt. Niklas hat gerade voll. Aber auf Turnierstandard gibt es keine unterlevelten Karten. Doch, natürlich, in Friendly doch. Battles gibt es natürlich. In Friendly Battles, doch. Klar sind die Karten unterlevelt in Friendly Battles. Guck doch auf sein Profil, Level 6 Seppis. Wo sind denn bitte in Friendly Battles die Karten unterlevelt? Sind sie, echt? Klar. Ja. Was redest du denn, Justus? Nein, sind sie. Jetzt bin ich mir unsicher. Das testen wir jetzt. Nicht, Alter. Hau ab, doch, ich mach's nicht. Spiel, los. Die Karten werden bei Friend, bei Turnierstandard werden die alle aufs gleiche Level gesetzt. Ich teste das jetzt mit irgendjemandem aus dem Clan. Hab ich Justus. Andere. Hier, ich hab Seppis Level 1, so. In Friendly Battles sind die nicht unter Level, schreit jemand. Floppy, ja, falsch. Justus fragt ein Friendly Battles. Aber das ist neu, das war früher nicht so, das weiß ich. Justus, frag an, komm. Ja, hier, komm. Ich mach das nächste Game, ihr Noobs. Ja, mach, es ist ja ganz schnell vorbei, wir testen jetzt hier nur irgendwann. Ich verliere jetzt hier, dann ist die Kacke am Dampfen. So gegen Gustavo aus Kanada, jetzt scheiß nochmal richtig rein. Es hat jemand anderes angenommen. Ist ja egal. Ach, ich hab einen kleinen angefangen. Setz einfach schnell deine Seppis. Ja, will ich auch. So. So. Eine Koboldhütte, doch nicht gegen den Sparky. Activate dein King. Die letzte Karte, es ist letzte Karte. Mann, Justus. Alter, du willst eigentlich Ich würde jetzt, ich würde gerne den Chat jetzt sehen. Ich würde gerne den Chat jetzt sehen, was er sagt. Ich glaube, die lachen dich einfach alle aus. Die lachen dich übel aus, Mann, Flobby. Du bist richtig peinlich hier. Richtig peinlich wieder mal. Aber ist man ja schon gewöhnt, gar kein Problem. Alter, mein Musketier stirbt. Ich habe leider keinen Screenshot gemacht. Hey, die sind echt hier Level 7. Alter, der hat was? Alter, guck dir mal an. Ich spiele. Ich Golem, er hat Tornado, Eismagier und Poison. Niklas, ich schwöre dir auf dein Leben, dass bei Berins Dings 6 stand. 100%. Ja. Na, dann hat er öffentlich gespielt. Ja, ja, im Turnier war das ja auch. Aber das war ja Friendly Battles sind das ja im Turnier. Ich weiß jetzt hier gerade nicht, was die Scheiße soll. Alle meine Matchups, die sind ja sowas von. Max, der spielt noch Graveyard, ne? Und möglicherweise ein Ghost. Was? Oder ein Miner. Oh, ich kann's nochmal gucken. Wie abgefuckt, das nervt mich ja krass. Lava-Hund? Was setzt sich da ein? Er schreibt wow, weil er weiß, ich hab einen Golem und einen Lava-Hund. Ja. Der weiß nicht, was da abgeht. Alter. Ja, den Eiskolben hat er gefailt. So ein Tryhard. Okay, hier noch ein Tank. So, jetzt kommen wir mal zum Thema. Wenn Max hier verliert, dann müssen wir uns nicht droppen. Das wäre schon mal eine richtige Erleichterung. Niklas, du stehst 8-1, oder? Jo. Und Max steht 5-2? Max? Ich stehe so, dass ich kotze, ja, richtig. Ja, perfekt. Das wollte ich hören. Aber du gewinnst anscheinend leider. Oh, das ist der Turm, oder was? Ja, das ist der Turm. Ist das echt der Spiel? Turm? Ist das der Turm? Oh mein Gott. Ja, jetzt defensiv reinstellen. Ja. Geil, was? Aber so 12 Wins zu schaffen wäre auch eine geile Sache, ne? Ja, das wäre definitiv. Alter, ich hab gewonnen! Was? Hä? Der hat. Das Deck ist gefühlt gar nicht so schlecht. Wie komisch ist der Typ? Der ist komisch. Okay, danke, Gustavo. Gut, es geht weiter. Ich hol dich noch. Der Max, lächerlich. Neues Deck in 3, 2, 1, go! Das ist geil. Das ist ein definitiv gutes Deck. So, wo haben wir denn hier was? Koboldhütte, Eisgolem, Guards, Skelette, Holzfäller, Hexe, Miner. Viel Glück.
Skelette und Guards-Kombi, damit kann man einiges reißen. Ja, ich bastel gerade Stick. Aha. Also wenn du das schaffst, lächerlich. Okay, ja, eine Karte habe ich nicht. Ah, doch, ich glaube, ich habe das Deck. Nein, ich hab's nicht. Eine Karte fehlt mir. Ja. Koboldhütte? Eisgolem, Guards, ja, Skelette, Hexe. Hier, ich hab einen Screenshot. Die sind Level 6 bei ihm. Schon wieder. Es macht keinen Sinn. Aber die sind Level 6 bei ihm. Dann spielen die Turnier. Seid ihr ready? Ja, ich brauche noch eine Karte. Meine? Justus ist Holzfäller, Hexe, Skelette. Skelette, Kobold. Holzfäller, danke. Go. Jo, ich suche. Alter. Das Deck kostet 3,6, oder? Ja. Wie stehst du? Ey, das Deck sieht sau stark aus. Mhm. Das ist einfach so der 3-Crow mit dem Deck. Wie stehst du? 8-1. Alter, was geht hier ab? Abbrechen. Entwurf löschen. Alter, was war das für ein riesen Missklick? Ich habe auf Invite Friend geklickt, dann wollte ich abbrechen drücken. Und dann war der Mail und so eine Scheiße. Holy shit. Okay. Er ist ein Tryhard. Und ich überlege gerade, wie du dagegen bist. Ja. Nochmal, wie stehst du? 8-1? Ja, er steht einfach 8-1. Wie soll man das schaffen? Ich habe nichts gegen Luft, ne? Oh, das ist nur Hexe und Spear-Goblins. Und ja, das gefällt mir. Die Flugmaschine ist ja extrem krass. Wenn man keinen Feuerball dabei hat, kannst du ja gar nichts machen. Aber das sind gute Guards. Und gute Skelette. Alter. Junge, du machst das aber auch immer clever. Ich dachte, der Turm ist down. Ich weiß aber... Ah nee, in dem Deck... Ach, in dem Deck ist ja gar kein Golem. Ich hatte dann Golem drin, weil mir ja noch eine Karte gefehlt hat. Dann dachte ich richtig so, dieses Deck, aber jetzt fällt mir auf, da ist ja gar kein Golem. Ja, ich habe mich schon gewundert, als du meintest, richtig easy 3-Crown. Dachte ich mir so, ein bisschen WTF. Ja, ich habe halt einen Golem noch da drin. Ich habe halt einen Golem gesehen anstatt einen Lumberjack. Ohne Witz, mit Golem wäre das echt stark. Allgemein, ja. Golem, Funky, hatten wir das schon mal heute? Nee, ne? Doch. Na, das ist jetzt aber mein Turm. Ach stimmt, der ist jetzt mein Turm. Das ist auch gut. Da kann ich nichts verteidigen. Schön. Schön. Alter, Niklas W., Alter, das wäre echt, Alter. Ja? Ja, Max, ja. OMG, Max, wie du lügst, du Betrüger. Du meintest, du machst um 21:30 Feierabend. Mensch, geht echt gar nicht, eigentlich? Max. Du Betrüger, geht gar nicht. Du ist das, ne? Die Flugmaschine nimmt mich so auseinander. Ja, das ist richtig geil. Auch. Nee, die Flugmaschine noch heftiger mit dem konstanten Damage. Ja, stimmt. Alter, der hat echt Baby Dragon, Inferno Dragon und Flugmaschine und du hast einfach nur eine Hexe. Hat irgendwie was, finde ich gut. Ja, ich habe gegen Skeleton Bill braucht man halt auch eigentlich einen Sepp oder so, habe ich halt auch nicht, ne? Ja. Es ist auch... Passiert. Ja, ist gut. Ja, nee, ist das gut, ist nach der Mega-Retter-Scheiße, die mir gerade passiert ist, freut mich das auch mal, so eine Kacke bei euch zu sehen. Nice. Mhm. Jetzt stehst du nur noch 8-2. Ja. Und der Gegner denkt halt jetzt, dass sein Deck gut ist. Ja, er denkt, es ist ein gutes Deck jetzt. Oh, das ist echt... Und Max, du stehst 6-2, 6-2. Ne? 8-2 und 6-2. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Mal gucken. Justus? Ja. Bist du bereit? In dem Screenshot spielt Berin zwar im Clan, aber er spielt doch gegen Leute komplett gegen irgendeinen Random. Der spielt einfach eine GC. Achso, in der Challenge ist es, aber wir spielen auch eine Challenge. Ja, doch kein Friendly Battle. Aber wenn ich jetzt mit Level, wenn ich jetzt, aber da werden die Karten ja auch nicht auf Turnierstandard gesetzt, Justus. Alter, Flobby ist ja richtig. Also wenn wir jetzt Max, hier... Also dafür, dass du ein E-Sportler bist und die Regeln nicht auswendig kennst, ist das ganz schön low. Warum habe ich denn vorhin gegen Level 4 Magier gespielt? Ach ja, stimmt. Justus, das war richtig peinlich. Ist ja gerade voll auf dem Retard-Train. Was habe ich denn gesagt? Ich habe doch gesagt, dass die... nicht underleveled sind. Dass sie underleveled sind, die Karten. In der Challenge. Und lass es einfach, weiter geht's.
Hab ich doch gesagt. Fokus. Aber ich dachte halt auch, dass es in den... Alter, es ist schon wieder dieser dumme... Ist das das gleiche Deck? Das ist halt der Standarddeck, Max. Das ist halt der Stackdeck, alles klar, Standarddeck. Max, du hast verloren, danke dafür, dass wir nicht droppen müssen, danke dafür. Puh, ich dachte schon. Nein, Max, du hast verloren, du brauchst nicht versuchen, du hast verloren. Alter, was ist das? Was ist das für eine riesige Scheiße? Und der Gegner heißt auch noch Loopy Snoopy, Alter. Das ist doch absolut scheiße. Max, wie fühlst du dich? Ganz beschissen. Hat mir gerade voll den ganzen Tag versaut. Zweimal gegen dieses... Und man kann nichts tun, einfach. Sepp, Mega-Ritter, Fledermäuse. Oh, Mann. Also das ist jetzt mein neues Hassdeck einfach. Nur weil mich das jedes Mal in der Random-Deck-Challenge komplett auseinander nimmt. Ja, den Kommentar finde ich auch gut. Max stirbt gerade, ja. Kann man in drei Worten gut zusammenfassen, wie sich Max gerade... Wie komme ich denn an seinem Mega-Ritter vorbei? Wir haben keinen richtigen Tank. Er zappt einfach meinen Sparky oder wirft Mega-Ritter drauf und fertig ist. Man hat halt auch nichts in der Luft, ne? Was so über den Mega-Ritter rüberfliegen würde. Boah, ich sehe gleich schon den Mega-Ritter in deine Schnauze. So richtig schön in Holzfäller, Hexe und Sparky. Bam! Boah, Alter, der Predict genau in dem Moment. Das ist ja, es ist richtig absurd, das abartig. Es ist ekelhaft. Abartig, wirklich. Ganz mies. Boah, da wird mir schlecht. Die Schnauze voll. Gut. Lol. Zweimal im Stream ist das so verzögert, wie what the fuck. Gleiche. Im Stream ist einfach. Im Stream war das überhaupt nicht synchron. Ich habe mir gerade das im Stream angehört und da habe ich Bam gesagt und 10 Sekunden später kommt der Mega-Ritter. Ja, es war aber genau im richtigen Zeitpunkt hier. Ja, genau. Aber im Stream genau sieht richtig. Das ganz anders aus. Richtig komisch. Lol. Max hackt den Stream so, damit ich falsch dastehe. Ja. Ich kann es nicht fassen. So sieht's aus. Ich kann es nicht fassen. Zweimal dieses... Ich guck's euch nochmal an hier. Guck mal hier. Mega-Ritter, Inferno-Dragon auf die Schnauze bekommen. Mega-Ritter, Inferno-Dragon auf die Schnauze bekommen. Und zwar so richtig übel. Gut, Niklas bleibt immer noch irgendwie ungeschlagen in der Challenge. Du hast absolut krass gespielt zwischenzeitlich. Es waren noch Free Wins dabei. Gut, die hatten wir alle. Aber Niklas hat hier... Naja, der Anfang bei Niklas war schon ein bisschen... Der war ein bisschen zu krass, ja, hast recht, aber... Nicht schlecht, nicht schlecht. Floppy auch starkes Spiel, 2 Siege sind es geworden. Morgen kommt die Legendary Challenge, also wenn ihr das hier auf YouTube seht, kommt sie heute. Das werden wir auf jeden Fall angehen, das Ganze. Geile Sache. Schöne Challenge, nichtsdestotrotz machen wir wieder. Ich war richtig stark heute. Also du warst Respekt an mich nochmal. Das war heftig. Danke. Hier schreibe ich mal mehr mit Niklas, bitte. Kriegen wir hin. Können wir machen. Ach stimmt, Niklas bekommt die 50 Euro, lol. 50 Euro für Gewinner, Niklas. Oh ja, sag doch stimmt, was. Lol. Sag doch was, stimmt. Junge. Ja, hab ich nicht dran gedacht, aber... Hat keiner von uns gesagt. Das ist aufgeschrieben. Vielen Dank für die Spende. Die 10 Euro Spende plus 50 Euro für den Gewinner, sehr geil. Heftig, gut.